Ich freue mich sehr, dass Dr. Gerd Hankel sein relativ neues Buch zu Ruanda vorstellen wird. Ihn muss ich nicht vorstellen. Das übernimmt Professor Jan-Philipp Riemsmer, unser Kurt-Holm-Vorsitzender und auch ein langjähriger Kenner und Unterstützer der Forschung von Gerd Hankel. Also herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich darf Sie alle willkommen heißen. 1944 schrieb Adorno, der Text ist dann in den Minima Moralia veröffentlicht worden, wenn man die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland adäquat beantworten wolle, dann müsse man 10.000 bis 20.000 Menschen an die Wand stellen. Das könne man aber nicht tun, denn dann würde man die Barbarei fortsetzen. Es würde keine moralische Differenz etablieren. Auf der anderen Seite, wenn man die Verbrechen ungeahndet ließe, ließe man sie eben ungeahndet und in die historische Normalität, der würde man sie überantworten. Und auch dann setzte man die Barbarei fort. Also Adorno skizzierte hier ein Dilemma, vor dem er meinte, dass die, heute würde man sagen, internationale Gemeinschaft davor stünde. So ist es nicht gekommen, weder zum einen noch zum anderen. Und wenn man das rekonstruiert, warum Adornos Prognose einer nahtlosen Fortsetzung der Barbarei nicht zutraf, wird man sehr viele Gründe, man wird sehr viel über Politik und richtige politische Entscheidungen sprechen müssen. Eine in großen Zügen sehr kluge Besatzungspolitik würde dazugehören und vieles mehr. Aber man würde ganz viel auch sprechen müssen über die Nürnberger Prozesse, die ja zunächst, als diese Idee aufkam in den USA, auch unter den Alliierten sehr umstritten waren. Churchill sagte, dass über Schlachtfeldern Gras wüchse, unter Galgen keins. Er war also auch der Meinung, man solle dieses Geschehen beantworten, so wie das eben siegreiche Mächte zuweilen tun, indem sie Verantwortliche der Gegenseite, wenn die sich zu viel zu Schulden hätten kommen lassen, hinrichten ließen, aber nur gewissermaßen in einem militärischen Zusammenhang eine juristische Aufarbeitung hielt er nicht nur für unmöglich, sondern für falsch und kontraproduktiv. Demgegenüber stand die Idee der Nürnberger Prozesse, stand auch die Eröffnung der Nürnberger Prozesse durch den Chefankläger Jackson, der dort eine bedeutende Rede gehalten hat. Die sagte, hier würde ein neues Element in die internationale Politik eingeführt, nämlich das Recht vor Macht gehe. Und dieses, was hier in Nürnberg als Neues, als historische Novität exerziert würde, sei auch eine Selbstbindung der Mächte, die hier auf der Richterbank säßen. Über die Nachgeschichte der Nürnberger Prozesse kann man im Falle, wenn man auf die einzelnen Länder guckt, nicht vor allen Dingen auf die Sowjetunion, natürlich einiges sagen. Wichtig ist mir aber Folgendes, dass diese Jacksonsche Rede und die Idee einer Selbstbindung zum Beispiel in der Antikriegspolitik in den USA eine große Rolle gespielt hat. Und so haben diese Nürnberger Prozesse vielleicht weniger in den einzelnen Urteilen, die dort gefällt worden sind, als in dem, was sie ausgelöst haben und was sie bewirkt haben,
sind sie von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung. Zwar ist noch bis in die 80er, fast bis in die 90er Jahre hinein, in durchaus führenden deutschen Blättern von Siegerjustiz die Rede gewesen. Rudolf Augstein etwa hat sich ganz massiv so geäußert. Marion Gräfin Dönhoff sowieso. Gleichwohl ist die Entzauberung der führenden NS-Clique auf den Nürnberger Angeklagtenbänken war von großer Bedeutung. So groß die Opposition auch gegen die Nürnberger Nachfolgeprozesse war, so sehr ist doch gewissermaßen osmotisch eingesickert ein Verständnis, ein anderes Verständnis des Verhältnisses von Verbrechen und Politik. Sehr spät nach den Nürnberger Prozessen hat man die Idee eines internationalen Strafgerichtshofs wieder belebt. Wir haben ja jetzt einen in Den Haag. Und das Hamburger Institut für Sozialforschung war in seinen Vorbereitungen eines Projektkomplexes für das Jahr 1995 der Meinung, dass das eigentlich eine gute Idee wäre, diese Idee des Internationalen Gerichtshofs wieder zu beleben. Da gab es ihn noch nicht. Und wir wollten eine Bestandsaufnahme machen der Idee des Völkerstrafrechts nach Nürnberg bis heute, also bis zum Jahr 95. Und da haben Gerd Hankel und ich uns kennengelernt. Es entstand dort eine Tagung, es war da eine Tagung. Ein Sammelband wurde ediert von Gerd Stubi und Gerd Hankel zusammen. Und meine Idee war damals, dass dieses Buch präsentiert werden sollte mit einem Text zusammen, einer Art Aufrufmanifest, wie immer Sie das nennen wollen, zur Wiederbelebung der Idee eines internationalen Strafgerichtshofs. Damit drang ich nicht durch bei den deutschen Professoren, denen waren solche Aktivitäten eher fremd. Das wäre anders gewesen, wenn wir das in den USA gemacht hätten. Aber so war es nun mal und doch, Susan, sei nicht skeptisch. Ich habe diese Diskussion mit einem Juristen in den USA geführt und die versucht zu gewinnen für ein ähnliches Projekt. Und die haben gesagt, das machen wir aber nur, wenn wir hinterher eine öffentliche Veranstaltung machen und mit einer solchen Sache auf. Das hat sich dann aus anderen Gründen zerschlagen. Ich habe dann in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau versucht, wenigstens damit das mal irgendwo jemand aufschreibt. Diese Idee versank. Und ein paar Jahre später gab es dann die römischen Verträge und der internationale Strafgerichtshof wurde etabliert. Und jemand sagte mir, schlechtes Timing, nicht? Also ihr wart ein bisschen zu früh. Ihr wart ein bisschen zu früh, aber so sehr wiederum, einerseits ein bisschen zu früh, andererseits so sehr auch zu früh, dass sich daran niemand mehr erinnert hatte, als das gemacht wurde. Aber so kann es gehen. Trotzdem, die Idee war ja nicht blöd, aber wir können über diese Problematik sicher auch noch im Laufe des heutigen Abends sprechen. Gerd Hankel also war der Mitherausgeber und hat an diesem Band auch die Hauptarbeit gehabt, möchte ich mal annehmen. Richtig. Und von daher, da rührt unsere Zusammenarbeit. In meinem Zettel hier, man braucht immer solche Zettel, wenn man jemanden vorstellt, weil man vergisst sonst immer das, was man eigentlich weiß und sagen wollte, aber man vergisst es immer, deshalb muss man auf den Zettel gucken. Was ich übrigens tatsächlich nicht wusste, ist, dass Sie in Granada studiert haben. Ja, noch zu einer Zeit, wo man ohne Anmeldung in die Alhambra gehen konnte. Und in die Alhambra. Ja, genau. Und im Löwenhof sitzen und alleine lesen konnte dort. Ja. Lange ist sehr. Dafür beneide ich Sie. Gut,
Er war dann Mitarbeiter bei der zweiten Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht in dem Kapitel Krieg und Recht, der in dieser zweiten Fassung der Ausstellung einen großen Raum einnahm, anders als in der ersten. Das hat uns die Rezeption der ersten gelehrt, dass wir die Auseinandersetzung mit dieser Frage intensivieren mussten. Und er hat dann ein Buch geschrieben über die Leipziger Prozesse. Man kann nicht sagen, es war eine historische Vorgängerveranstaltung der Nürnberger Prozesse, aber trotzdem, es war der erste Versuch, mit Kriegsverbrechen auf eine juristische Weise und auf sehr grundsätzliche hinorientierten Weise umzugehen. Dieses Buch ist zum juristischen Buch des Jahres ernannt worden. Rückwirkend nochmal herzlichen Glückwunsch. Dafür eine Reihe von Publikationen hat Gerd Hankel veranstaltet. Die UNO, Idee und Wirklichkeit, zu den beiden genannten her, über das Tötungsverbot im Krieg, und die Leipziger Prozesse sind auch ins Englische übersetzt worden. Gerd Hankel hat sich dann, und wir haben darüber lange gesprochen, mit dem Fall Ruanda beschäftigt. Wir haben es ja in Ruanda mit der Situation zu tun, dass nach dem Genozid dort auch die Frage des Umgangs damit, des zivilen, aber auch des juristischen Umgangs damit im Raum stand. Auch hier gab es den Versuch einer internationalen Gerichtsbarkeit. Gerd Hankel wird über diese Phase sicher sprechen. Und dann, was sicher die meisten von Ihnen doch mehr oder weniger nah durch die Presse mitbekommen haben, der Versuch, traditionelle Formen der ruandischen Gerichtsbarkeit, die sogenannten Gacaca-Verfahren, also traditionelle Formen dörflicher Gerichtsbarkeit, dazu zu nutzen, um mit der Wirklichkeit eines Völkermords umzugehen. Und diese Versuche haben eine sehr gute Presse gehabt. Und ich denke, so war der Anfang der Recherchearbeiten von Gerd Hankel auch, zu gucken, was passiert dort, regionalspezifisch an diesem Ort Ruanda, aber was passiert auch in einem Sinne, kann man davon lernen, kann man da Modelle gewinnen, wie solche Dinge gemacht werden können. Wie weit hat das Vorbildcharakter, abgesehen davon, dass solche Vorbilder immer eingeschränkt sind wegen der lokalen Besonderheiten. Und der Prozess der Recherchen vor Ort hat dann zu einer, und ich war Zeuge davon, massiven Desillusionierung geführt. Die nun nicht dazu führt, die ganze Sache für eine bloße Farce zu erklären, aber die zu einem Buch geführt hat, das die gesamte Problematik dieses Landes, der, wie wir das so hier in Deutschland nennen, Aufarbeitung des Völkermords, des Versuchs in juristischen und anderen Formen mit der Nachgeschichte klarzukommen und der äußerst problematischen politischen Situation in Ruanda, die auch hier gerne etwas idealisiert wird, da ein Bild zu zeichnen. Und das liegt nun in Buchform vor. Ich kann die Lektüre Ihnen sehr empfehlen. Zunächst sagt Ihnen der Autor etwas zu seinem Buch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Remsmar, für die Einführung und für die Vorstellung meiner Person. Ja, das Buch, was jetzt hier vorliegt, hat mich eine Menge Arbeit und viel Energie gekostet, wie Sie sich vorstellen können. Das hat zum einen damit zu tun,
dass Ruanda in Afrika liegt, in Zentralafrika, kleines Land, 200 Kilometer südlich des Äquators, eine völlig andere Kultur. Und ich dort das erste Mal, ich kannte Ruanda vorher schon durch meine früheren beruflichen Tätigkeiten, aber das erste Mal im Land war ich 2002 und bin dann sogleich mit der komplexen Geschichte dieses Landes konfrontiert worden. Und es ist ja immer so, wenn man sich mit dem Gewaltgeschehen irgendwo anders, ja, nicht in unserer Kultur vor der Haustür beschäftigt, läuft man leicht Gefahr, sich zu verzetteln, den Überblick zu verlieren. Und ich möchte deshalb eingangs einen bosnischen Juristen zitieren, Jakob Finci, den ich mal getroffen habe, und der dann gar nicht bezogen auf Ruanda, sondern bezogen auf Sarajevo, mir Folgendes sagte. Bei Wissenschaftlern, die durch den Besuch von Schauplätzen der Massengewalt Empirie und Theorie anschaulich verbinden wollten, stellte ich fest, ich zitiere jetzt, diejenigen, die zu uns nach Sarajevo kamen, um mehr über den Krieg und dessen Auswirkungen zu erfahren, lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe bleibt wenige Wochen, hat alles verstanden und kann alles erklären und ihren Publikationen ist dann auch jeder Zweifel fremd. Die zweite Gruppe bleibt länger, in der Regel einige Monate, in denen sie die vergangene Kriegsgewalt gewöhnlich unter einer bestimmten Fragestellung untersucht. Am Ende ist die Frage beantwortet, die Master- oder Doktorarbeit sieht ihrer Vollendung entgegen. Verstehens- und Erklärungsfähigkeit sind zwar nur auf einen Geschehensausschnitt beschränkt, werden aber notfalls mit der für Halbwissende typischen Vehemenz vertreten. Die dritte Gruppe von Wissenschaftsbesuchern, zahlenmäßig die kleinste, bleibt schließlich länger als ein Jahr oder kehrt immer wieder für längere Zeit zurück. Eine Publikation, die Spiegel des Aufenthalts sein könnte, erscheint dennoch nicht. Es erscheint gar nichts, weil die Fähigkeit zu schreiben abhandengekommen ist. Das ursprüngliche Forschungshaben, noch aus der Ferne formuliert, hat sich nämlich laufend infolge der wechselnden Eindrücke und des wachsenden Einblicks verändert. Was vorher noch klar gewesen ist, ist es jetzt nicht mehr. Statt Antworten entstehen ständig neue Fragen. Zitat Ende. Das ist natürlich eine Falle. Klar, wenn man in die gerät, hat man ein Problem. Und es ist so, wenn man, wie ich, sich jahrelang mit diesem Land beschäftigt, dorthin kommt, versucht, das Land zu verstehen, ist das Erste, was man hört, Geschichten. Geschichten von Menschen. Geschichten von Opfern, von Überlebenden. Geschichten von Tätern. Immer wieder, jeden Tag. Man besucht Tatorte, Kirchen, in denen Menschen zu Hunderten und Tausenden abgeschlachtet worden sind. Spricht dort mit den Personen, die sich um diese Gedenkstätten kümmern. Und taucht so immer mehr in dieses Geschehen, in dieses Land ein. Und was man dann hört in diesen Geschichten sind natürlich wiederkehrende Begriffe. Ja. Den Begriff Genozide, den gab es vorher in der ruandischen Sprache nicht. Der ist erst nach 1994 dort eingebürgert worden in diese Sprache. Genozide, also Genozid. Dann diesen Begriff hören Sie, oder habe ich sehr häufig gehört. Dann einen Begriff, Ruanda war zunächst eine deutsche, dann bis 1916 oder ab 1916 eine belgische Kolonie, frankophon geprägt, dann zum nächsten den Begriff La Guerre, der Krieg, zur Bezeichnung dessen, was geschehen ist. Und dann von einigen auch, das war zahlenmäßig die kleinste Gruppe, den Begriff Massaker. Und ich habe eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, dass hinter der Verwendung dieser Begriffe unterschiedliche Sichtweisen auf die Vergangenheit standen. Genozid, Völkermord, sagt mir meist Tutsi, Überlebende des Völkermords. La Guerre, der Krieg, sagt mir sehr häufig Hutu und bezeichneten damit den Beginn eines extrem gewalttätigen Prozesses, den Beginn eines Bürgerkriegs am 1. Januar 1990, der dann im
April 1994 im Völkermord mündete. Der Völkermord dauerte dann 100 Tage und danach ging der Krieg im Land weiter und noch weiter in der Demokratischen Republik Kongo. So, um das alles abzuzeichnen, sagte man mir, der Krieg, das Wort Genozide tauchte nicht auf in diesem Kontext. Dann die dritte Gruppe, Massaker, das waren also entweder Hutu wie Tutsi, die dann also zur Bezeichnung dieser Massenverbrechen den Begriff Massaker wählten. Und um Ihnen einmal anschaulich zu machen, welche Positionen dort aufeinandertrafen, dass man also nicht in ein Land kam, wo die Wahrheit bezüglich der Vergangenheit oder die einhellige Meinung bezüglich der Vergangenheit vorhanden war, um Ihnen das einmal zu zeigen, möchte ich kurz etwas zitieren. Und zwar ist das der Eindruck des UN-Generals Romeo Dallaire, der 1993/94 Chef einer UN-Mission in Ruanda war, die es dort ab Herbst, ab August 93 gab, um den Frieden, der eigentlich schon keiner mehr war, zu sichern. Und er reist durch das Land und durch dieses kleine Land, es ist gerade einmal 26.000 Quadratkilometer groß, hatte 94 etwa 7,2 Millionen Einwohner. Und er reist nun durch dieses Land. Und was dann sieht er Folgendes, ich zitiere. Und dann, inmitten dieser ländlichen Idylle, stießen wir auf eine teuflische Erinnerung an den langen Bürgerkrieg. Wir rochen das Lager noch bevor wir es sahen. Eine giftige Mischung aus Fäkalien, Urin, Erbrochenem und Tod. Ein Wald aus blauen Plastikbahnen bedeckte eine ganze Hügelseite, wo 60.000 Vertriebene auf wenigen Quadratkilometern zusammengepfercht lebten. Als wir hielten und aus unseren Fahrzeugen stiegen, umschwärmten uns dichte Wolken von Fliegen, die an unseren Augen und Mündern kleben blieben und in unsere Ohren und Nasen krochen. Es war kaum möglich, sich bei dem Gestank nicht zu erbrechen, aber der Fliegen wegen konnten wir auch nicht durch den Mund atmen. Eine junge belgische Mitarbeiterin des Roten Kreuzes erblickte uns und unterbrach ihre Arbeit, um uns durchs Lager zu führen. Die Flüchtlinge kauerten um kleine offene Feuer zusammen, eine stille, geisterhafte Menge, die uns träge mit den Augen folgte, während wir behutsam unseren Weg durch den Schmutz des Lagers suchten. Die Szene war erschütternd. Es war das erste Mal, dass ich solches Leid sah, ohne dass es durch die künstliche Linse des Fernsehens gefiltert wurde. Am schockierendsten von allem war der Anblick einer alten Frau, die allein dalag und ruhig den Tod erwartete. Sie mochte nicht mehr als ein Dutzend Kilo wiegen. Schmerz und Verzweiflung durchfurchten jede Linie ihres Gesichts. Sie lag inmitten der Überreste ihres Schutzzeltes, das bereits einer Plastikplane und aller persönlichen Dinge beraubt war. In der erbarmungslosen Welt des Camps war sie bereits abgeschrieben. Ihre kärglichen Besitztümer hatten die gesünderen Nachbarn unter sich aufgeteilt. Das ist ein Eindruck. Jetzt ein zweiter, kontrastierend dazu. Gerüchte von grauenvollen Massakern zirkulierten schon seit dem frühen Morgen. Gegen 11 Uhr kam mein Kollege dann völlig aufgelöst und schockiert bei mir zu Hause vorbei und berichtete von vielen hundert Leichen auf den Straßen hin zur Präfektur und nach Nyabidaye sowie von mehreren hundert abgeschlachteten Flüchtlingen in der Sekundarschule von Nyamashaba. Er schätzte spontan, dass etwa die Hälfte der Wohnbevölkerung von Nyabidaye und dem Wohnzentrum von Shombati umgebracht worden sei, wenn man den hohen Tutsi-Anteil zugrunde legt. Er bat mich zu versuchen, einige noch überlebende Kinder unter den Leichenbergen der Schule herauszuholen. Nach kurzer Rücksprache mit meiner Frau fuhr ich mit Freiwilligen des Roten Kreuzes in der Krankenhausambulanz los. Vor Ort führte uns ein Verwaltungsangestellter der Schule durch ein grauenvolles Szenario. Im Hof und auf den Außengängen vor den Schlafräumen lagen mehrere hundert Leichen, überwiegend von Frauen und Kindern. Wenige Männerleichen lagen auf einer Böschung vor den Schlafgebäuden. Verteidigungs- oder Fluchtversuch? Fragezeichen. Fast alle hatten zentimetertiefe Machetenschnittwunden im Nacken oder auf dem aufgeplatzten Schädel, einige auch auf Gliedmaßen und Rumpf. Die meisten waren schon in Totenstarre vom Vorabend, doch einige waren noch halb warm und beweglich, das heißt, sie waren erst vor Stunden nach langsamem Verbluten qualvoll gestorben.
Unter all den Leichen fanden wir nur 2 unverletzte Kleinkinder und 5 schwerverletzte Kinder, deren tiefe Wunden verkrustet offen standen. Einer konnte sogar trotz der tiefen Nackenwunde noch seinen Kopf hochhalten und gehen. Nach eiliger Besichtigung mehrerer Lehrerwohnungen, wo wir ebenfalls zahlreiche Leichen drinnen und draußen vorfanden, flüchtete unsere nun voll beladene Ambulanz wieder zum Krankenhaus zurück. Einige Frauen mit Kindern, die in einem anderen Wohnhaus verschont worden waren, mussten wir zurücklassen, da sie nicht auf dem Weg zum Krankenhaus vorauszugehen wagten. Am Eingang zur Schule saßen 3 gelangweilt wirkende Schüler aus Byumba mit einer Machete, die Wache hielten. Zitat Ende. Das sind 2 Aspekte einer Wahrheit, einer Realität, die ich in Ruanda immer wieder in verschiedenen Facetten gehört habe. Die eine also rekurrierend auf La Guerre, auf den Krieg, auf den Kriegsverlauf, auf die Vertreibung von etwa 1 Million Menschen von, ich sagte es schon, 7,2 Millionen, 15% lebten also in diesen Flüchtlingslagern mit einer sehr, sehr hohen Todesrate. Dann ab April 94 bis Juli 94 der Völkermord in der Dimension, wie ich es gerade beschrieben habe. Wie geht ein Land, in dem die Täter noch lebten, viele Täter, in dem die Überlebenden auch lebten, wie geht ein Land damit um? Man lebte zusammen. Es gab zwar kurzfristig die Idee, die Tutsi sollten nach Burundi gehen, in das benachbarte Burundi, und die burundischen Hutu sollten dafür nach Ruanda kommen, sodass man dann 2 getrennte Länder mit einer jeweils getrennten Ethnie habe. Aber das war eine Idee, die die zwar formuliert worden ist, aber die nie hätte funktionieren können, aus Gründen, die, denke ich, auf der Hand liegen. So, wie geht das Land damit um? Und angesichts der Dimension der Verbrechen, ja, des Völkermordverbrechens, mindestens 500.000 Tote Tutsi, wahrscheinlich noch mehr, 100.000 Tote dazu, Hutu, moderate Hutu, die sich weigerten, am Völkermord teilzunehmen und die darum Hutu Modere, also moderate Hutu, genannt werden. Vielleicht 800.000, vielleicht noch mehr Tote. Wie geht ein Land damit um? Die erste Reaktion war, dass, Sie haben es eben gesagt, Herr Rimsma, ein internationaler Strafgerichtshof, ein Ad-Hoc-Tribunal eingesetzt wurde. 94 schon. Das war gewissermaßen eine Geste, um das schlechte Gewissen der Weltgemeinschaft, die ja nichts unternommen hat, um das zu verhindern, ja, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Das war das internationale Tribunal. Das hat funktioniert jetzt bis etwa 2015 und hat etwa 60 der bekanntesten Täter, Rädelsführer, Organisatoren, Politiker, hohe Militärs abgeurteilt. Dann gab es die normale ruandische Justiz, die ordentliche Justiz, die Strafjustiz. Die hat auch ab 1996 Prozesse durchgeführt, allerdings in einer bescheidenen Anzahl. Denn das Land war 1994 ein zerstörtes Land, ja, klein, einen Völkermord erlebt. Über 3 Millionen Menschen hatten das Land verlassen aus Angst vor der Befreiungsarmee, denn der Völkermord ist nicht von der internationalen Gemeinschaft beendet worden, sondern der Völkermord ist von einer Kriegspartei, die den Krieg im Oktober 1990 begonnen hat. Ja, von dieser Kriegspartei ist der Völkermord beendet worden. Als er begann, am Abend des 6. April 1994, da wurde das Flugzeug des ruandischen Präsidenten, das war ein Hutu, abgeschossen, der Vater der Nation, ja. Für die Hutu im Land war klar, das kann nur das Werk derer sein, die uns schon seit Monaten, seit Jahren angreifen, die unseren Norden zerstört haben, die die Menschen vertrieben haben. Jetzt haben sie unseren Präsidenten umgebracht. Und das war, wenn Sie so wollen, der Auslöser für den beginnenden Völkermord. Zunächst wurden, und das sind die Listen, die berühmten Listen mit Namen von Tutsi, musste man nicht schreiben. Man wusste genau, wer Tutsi war. Nein, die Listen darauf waren die moderaten Hutu. Ja, die wurden erstmal umgebracht, um mögliche Verhinderer der Massaker aus dem Weg zu schaffen. So.
Mit Abschuss des Flugzeugs und Beginn der Morde setzte sich dann die Armee, die Befreiungsarmee oben im Norden in Bewegung auf die Hauptstadt Kigali hin und eroberte dann in 3 Monaten das Land und beendete auch in diesen 3 Monaten den Völkermord. Vor dieser vorrückenden Armee, Sie können sich vorstellen, wenn die Soldaten an die einzelnen Massakerorte gekommen sind, war ihre Haltung gegenüber der lokalen Hutu-Bevölkerung keine offene, freundliche. Ja, es gab viele Rache, Morde, Tausende und Abertausende. Und viele Menschen flüchteten aus Angst vor Vergeltung nach Tansania oder in den Kongo. Etwa 3,2 Millionen flüchteten. Das war die Situation im Land. Also Hunderttausende von Toten, Millionen waren auf der Flucht im Land und im Ausland. Also ein Land, das mühsamst 1994 wieder aufgebaut werden musste. Und dabei auch ein weiteres Indiz dafür, dass die internationale Gemeinschaft ein gehörig schlechtes Gewissen hatte, dabei sehr großzügig von dem Ausland, auch von Deutschland, unterstützt worden ist. So, es gab also den Internationalen Strafgerichtshof, es gab die nationalen Gerichte. Die nationalen Gerichte konnten nur wenige hundert Fälle pro Jahr aburteilen. Ab 2000, mit Rückkehr der Flüchtlinge aus der Demokratischen Republik Kongo, gab es etwa 130.000 Häftlinge in den ruandischen Gefängnissen. Die waren maximal ausgelegt für 10.000 bis 15.000 Gefangene, also etliche Male überbelegt. So, was tun? Und in dieser Situation hat man sich in Ruanda einer Tradition besonnen, nämlich einer traditionellen Form der Streitschlichtung, wo die Schlichtung des Streits nicht die Bestrafung des Täters im Vordergrund steht. Also das, was man heute als restaurative Justiz und nicht retributive, strafende Justiz bezeichnet. Und diese Justiz ist der Gacaca-Justiz. Klassischerweise war das so, da ein Mann, ein weiser Mann, auf Kinyarwanda heißt das Inyagamugayu, saß dort, die Dorfbevölkerung ihm gegenüber, und es gab keinen Verteidiger, es gab keinen Ankläger, sondern die Dorfbevölkerung übernahm beide Funktionen. Man brachte einen Fall zu diesem Mann, man sprach darüber, kontrovers, er entschied, und er entschied in einer Weise, dass anschließend der soziale Friede wiederhergestellt war. Das war das Entscheidende. Die Bestrafung des Täters war nicht von gleicher Bedeutung. Aber möglich, natürlich. So, diesen Gedanken, also eine Aufarbeitung, einer konstruktiven Aufarbeitung der Vergangenheit, übertrug man nun auf das Völkermordgeschehen, um die hohe Zahl der Gefangenen schnell zu reduzieren. Und so installierte man in jeder Zelle, Zelle ist die niedrigste Verwaltungseinheit in Ruanda, es gab etwa 10.000 davon, in jeder Zelle installierte man ein Gacaca-Gericht. Es gab sogar eine Berufungsinstanz. Sodass quasi mit einem Federstrich man 13.000 Gacaca-Gerichte hatte. Und diese Gacaca-Gerichte fingen 2002 zunächst mit ihrer Ermittlungsarbeit an, 2005 dann mit den Urteilen. Und das war ein Prozess, der zog sich hin bis 2012. Im Juni 2012 waren die letzten Verfahren zu Ende. Also genau 10 Jahre dauerte dieser Prozess. Und jetzt zu dem Aspekt des Restaurativen, der Wiederherstellung des sozialen Friedens. Diese Gerichte, Gacaca-Gerichte, hatten eine Strafkompetenz, aber sie hatten auch die Möglichkeit, wenn jemand, noch bevor die Ermittlungen eingeleitet wurden, getrieben von, so hoffen wir, seinem schlechten Gewissen, zum Gericht ging und sagte, ich habe während des Völkermordes dieses und jenes getan, dann konnte seine Strafe ganz erheblich gemildert werden. Ja, so gab er einem mehrfachen Mord eine Strafe von maximal 8 Jahren. Die Hälfte Gefängnis, die andere Hälfte wurde aber aufgeteilt in gemeinnützige Arbeit und dann auf Bewährung. Das war möglich. Und je später er sich als Täter zu erkennen gab, je später er kooperierte mit der Justiz, desto geringer war die Milderung. Wenn er gar nichts machte, war es im Falle des Mordes
des Völkermordes oder Völkermordhandlungen oder aber auch Vergewaltigung, sexueller Folter, eine lebenslange Freiheitsstrafe. Insgesamt bis 2002 gab es Verfahren gegen 1 Million Beschuldigte. Nein, 1 Million Verfahren gegen zum Teil mehrere Beschuldigte. So muss ich das sagen, 1 Million Verfahren. Etwa 15% endeten mit einem Freispruch. Die große, große Mehrheit betraf Täter der Kategorie 3. Das waren Täter, die Delikte gegen das Eigentum begangen hatten. Also Diebstahl, Raub. Meistens wurde Vieh geraubt. Tutsi waren in ihrer sozialen Stellung und auch in ihrer beruflichen Funktion Hirten. Wir hatten Kühe und diese Kühe wollte man haben und diese Kühe raubte man dann. Das war das Gros. Das waren fast 65% aller Verurteilungen. Dann etwa 30% betrafen Totschlag und Mord, auch zigfachen Mord. Den schlimmsten Täter, mit dem ich mich unterhalten habe und der sogar in Freiheit war, hat mir gesagt, ich habe bei 300 aufgehört zu zählen. Ja, er hat etwa 400 Menschen, so sagt er, umgebracht. Und dann etwa 5% wegen Organisation des Völkermords, nun auf lokaler Ebene, also auf der Ebene der Bürgermeister und der Gendarmerie und Militärverantwortlichen. Wie das ablief, das Gacaca-Verfahren, zunächst, das möchte ich Ihnen auch einmal kurz vorlesen. Und zwar, Moment, dass ich das jetzt finde, ja. Das ist ein Gacaca-Verfahren noch aus den Anfängen der Justiz, aus dem Süden des Landes, in einer kleinen Gemeinde, die heißt Gishambu. Um 11.30 Uhr beginnt die Verhandlung. Alle Anwesenden erheben sich und gedenken in einer Schweigeminute der Toten des Völkermords. Der Vorsitzende des Gacaca-Gerichts teilt mit, was Inhalt der Verhandlung sein wird, nämlich die Tatvorwürfe gegen die anwesenden Angeklagten und die Festsetzung möglicher weiterer Verbrechen, die während des Völkermords im Dorfgebiet begangen wurden. Er fordert Disziplinwahrung für die Dauer der Verhandlung. Sprechen dürfe nur, wer sich vorher gemeldet habe und das auch nur zur Sache. Ausuferndes Gerede werde er nicht akzeptieren. Im Übrigen weise er darauf hin, dass niemand die Gacaca-Verhandlung vor ihrem Ende verlassen dürfe. Mit einer Handbewegung erteilt er sodann dem Gerichtssekretär das Wort, der in sehr gedrängter Form die bisher bekannten Anklagen verliest. Damasen R. soll im April 1994 mit einem Gewehr bewaffnet viele Tutsi erschossen haben. Die Tutsi waren in der Kirche von Jumba geflüchtet, wo sie sicher zu sein glaubten. Zusammen mit anderen Tätern ist Damasen R. zur Kirche gefahren und hat das Feuer auf die Flüchtlinge eröffnet. Anastase N. hat ein junges Mädchen geschlagen und gezwungen, ihm das Versteck seiner Familie zu zeigen. Danach hat er das Mädchen getötet. Emmanuel B. ist angeklagt, mehrere Tutsi ermordet zu haben, unter ihnen zwei Kinder, deren Leichen er in eine Latrine warf. Alle Anklagen werden bestätigt. Eine Frau erhebt sich, sie ist da aus Gishambu und am Leben, aller Wahrscheinlichkeit nach Hutu, und erzählt, wie sie Damasen N. vor der Kirche gesehen hat. Sie könne sich noch genau erinnern, wie er eine Frau erschossen habe, denn die Kugel sei haarscharf an ihrem eigenen Kopf vorbeigeflogen. Wieder eine andere Zeugin, auch sie Hutu, berichtet, dass das junge Mädchen, das Anastase N. umgebracht habe, von diesem vor dessen Tod so geschlagen worden sei, dass es 4 Zähne verloren habe. Anastase N. sei in einer Gruppe gewesen, die Jagd auf Tutsi gemacht habe. Das bekräftigt auch eine andere Zeugin, die ihn mehrfach bei Mordaktionen gesehen haben will. Zum Beweis zeigt sie ihr stark vernarbtes rechtes Knie. Hier hat er mich mit einer Machete verletzt. Außerdem hat er mir noch mein Geld gestohlen. Dann melden sich noch Zeugen, die beobachtet haben, wie der dritte Angeklagte, Emmanuel B., mit den Kindern verschwunden sei. Auch er sei nicht allein gewesen. Zwei andere Männer, Jean-Pierre M. und Claude K., hätten ihn begleitet und sie, die Zeugen, wüssten auch, dass die drei zusammen noch mehr Morde begangen hätten an Kindern und an Erwachsenen. Der Sekretär notiert die Namen der eben Beschuldigten, um sie später mit den Listen Inhaftierter abgleichen zu können.
Die Frau in Alltagskleidung sitzt immer noch neben den drei Angeklagten, als der Gerichtsvorsitzende sich ihr zuwendet, ihren Namen Agnes A. nennt und sagt, dass sie an der Ermordung von 5 Tutsi beteiligt gewesen sein soll. Er verliest den Namen der Ermordeten. Sie scheinen in Gishamvu bekannt gewesen zu sein und fragt, wer zu einem der Fälle etwas sagen könne. Das können sehr viele. Etliche Zeugen melden sich und erzählen, was sie von den Morden wissen. Niemand jedoch beschuldigt Agnes A. Andere Namen fallen und werden wieder von dem Gerichtssekretär notiert. Der von Agnes A. ist nicht darunter. Ich bin unschuldig, sagt sie. Ich bin nicht einmal in der Lage, rohes Fleisch zu kaufen und zuzubereiten. Wie soll ich dann einen Menschen getötet haben? Was mir vorgeworfen wird, ist falsch. Ich kann schon deshalb nichts gemacht haben, weil mein rechter Arm während des Völkermords gebrochen war. Vereinzelt ist zustimmendes Murmeln zu hören, das aber folgenlos bleibt. Weder wird Agnes A. freigelassen, noch ist von den Richtern ein Hinweis auf einen in dieser Sache zu treffenden Entschluss zu hören. Über 4 Stunden Verhandlung in der nachmittäglichen Hitze fordern ihren Preis. Einige Richter haben erkennbar Mühe, wach zu bleiben oder konzentriert zu wirken. Überhaupt ist die Atmosphäre ganz anders, als man angesichts der zur Sprache gebrachten Tatvorwürfe vermuten sollte. Schon vor Beginn der Verhandlung findet ein reger Austausch zwischen den Angeklagten und Männern und Frauen aus der Dorfbevölkerung statt. Auch während der Verhandlung gibt es Zurufe und Gelächter, und was aus den Gesichtern der vielen spricht, die schweigend zusehen, kann nur gemutmaßt werden. Sie sitzen dort und lassen keine Gefühlsregung erkennen. Es ist, als ob sich vor ihren Augen ein Spektakel abspielt, das ein fernes Ereignis betrifft und in dem nur der Zufall darüber entscheidet, wer in anderer Kleidung auf der anderen Seite sitzt. So gesehen passt es zum Gesamteindruck, dass plötzlich ein heftiger Regen einsetzt und alle, ohne Instruktionen des Gacaca-Vorsitzenden abzuwarten, nach Hause eilen. Zitat Ende. Ja, das war eine der ersten Gacaca-Verhandlungen, die ich im Süden Ruandas verfolgt habe. Über Stunden in der Sonne, auch so, wie ich das gerade geschildert habe. Davon habe ich nachher noch Hunderte in ähnlicher Weise gesehen. Sie fanden zunächst einmal pro Woche statt. Die Richterinnen und Richter, das sollte ich noch sagen, wurden von der jeweils lokalen Bevölkerung gewählt. Es waren jetzt auch Richterinnen, also Frauen dabei, Hutu wie Tutsi, die Recht sprachen und die nun versuchten, mit dem, was dort geschehen ist, juristisch zurande zu kommen. Ein Problem. Und das ist etwas, was ich sehr schnell festgestellt habe und das wiederum festmacht an diesen Begriffen Genozide, La Guerre, Massacre, zur Benennung unterschiedlicher Wahrheiten. Ein Problem war dabei Folgendes. Die Gacaca-Gerichte urteilten nur Völkermordverbrechen ab, sprich nur Verbrechen an Tutsi. Taten, die vorher, vor dem Völkermord begangen worden sind, an Hutu, während des Bürgerkriegs zum Beispiel, oder aber bei der Eroberung des Landes, oder bei der späteren Festigung der Macht, der neuen Machthaber, oder später in Zaire oder dann ab 1997 in der Demokratischen Republik Kongo, spielten keine Rolle. Ich habe es oft erlebt, wie Männer oder Frauen sich in den Gacaca-Verfahren zu Wort meldeten und sagten, ja, aber meine gesamte Familie ist umgebracht worden und wir haben mit dem Völkermord nichts zu tun gehabt. Im Gegenteil, wir haben sogar Hutu beschützt. Dann wurde gesagt, das machen wir nicht, es geht nur um die Völkermordtaten, nicht um, juristisch gesprochen, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja. Das war ein Problem, das nach meiner Wahrnehmung zu einem immer größeren Problem wurde. Das heißt, vergessen wir nicht, über etwa 85%, also deutlich über 80% der Ruander sind Hutu, also gehören der Gruppe an, die den Völkermord begangen hat. Etwa 15% sind Tutsi. Und hinzufügen muss ich noch, dass nach Aussage etlicher Überlebender mindestens 300.000 Hutu, Tutsi, die überlebt haben, was gezählt worden ist,
von diesen 300.000 etwa 80-90% von den Hutu gerettet worden sind im Land. Ja, die haben also zu Beginn des Völkermords gesagt, komm hier, komm in meine Hütte, du kannst hier bleiben oder ich sorge dafür, dass sich niemand findet oder aber ich bringe dich über die Grenze oder über den Kivu-See in den Kongo oder nach Burundi oder sonst wohin. Ja. Von denen gerettet? 300.000, mindestens 300.000 Tutsi haben den Völkermord überlebt. Das ist gezählt worden. Und von diesen 300.000 ist, das müsste uns Deutsche, wenn wir an unsere Geschichte denken, beschämen, von diesen 300.000 sind 80-90%, die haben alle, die ich gesprochen habe, die haben nicht einfach so überlebt, sondern die haben überlebt, weil ihre Nachbarn ihnen geholfen haben zu überleben. So, 80-90%. Das war auch kein Thema. Das war nicht Gegenstand der Verhandlungen. Und dann in dieser Situation noch die Erfahrung zu machen, das eigene Leid, das, der eigene Opferstatus spielt, ist nicht da, spielt keine Rolle im Prozess der Aufarbeitung. Das war eine schwere, schwere Hypothek und ist es nach wie vor heute. Und die offizielle Politik in Ruanda sagt, es gibt keine Hutu und keine Tutsi mehr. Ja, die ethnische Zugehörigkeit war früher im Ausweis vermerkt. Es gibt keine Hutu und keine Tutsi mehr, wir sind alle Ruander. Wunderbar. Nur in den Köpfen der Menschen. Na natürlich, und genau. Und in den Köpfen der Menschen weiß natürlich jeder, wer wer ist und wer was erlebt hat. Ja, das ist das, was bleibt. Und das führt dann wiederum dazu, wenn jetzt die offizielle Wahrheit auf diese Weise festgeschrieben wird, ja, dass also nur Verbrechen einer Seite, ein großes Verbrechen, viele sagen das größte Verbrechen, Crime of Crimes, geahndet wird. Gut, wenn das aber geschieht, dann muss man gleichzeitig in Kauf nehmen, dass die große, große Mehrheit der Bevölkerung sich darin nicht wiederfindet, dass der Widerspruch steigt, was wiederum, wenn der Staat das nicht will, wenn er sein Narrativ durchsetzen möchte, dazu führt, dass die Gesellschaft immer repressiver wird. Ja, und das führt dazu, dass Ruanda heute in allen Erhebungen, Untersuchungen, Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch und in Sachen Achtung elementarer Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit auf der Höhe von oder etwa so im Bereich Somalia oder Südsudan rangiert. Also von den 54 afrikanischen Staaten so im Bereich 50 oder 51. Ja. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Jetzt kann man sagen, ich habe es gerade heute noch gelesen, die Afrikaner sind im Durchschnitt 18 Jahre alt. Im Gegensatz zu den Deutschen, die, wie ich heute gelesen habe, im Durchschnitt 44,8 Jahre alt sind. So, man hofft auf die junge Generation. Ja, dass man das in die nächste Generation trägt, dass sich eine Gesellschaft stabilisiert und so dann der Weg in den Frieden gebahnt wird. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube es nicht, weil ich weiß von vielen Eltern-Kinder-Übertragungen, Gesprächen, in denen das Verbrechen, das Leid eine Rolle spielt. Und ich glaube es auch nicht, weil Ruanda ein Land ist, das in seiner Stabilität, die es nach außen hat, ich bestreite nicht, dass Ruanda heute in Zentralafrika in Sachen wirtschaftlicher Entwicklung eine Art Leuchtturm in der Region ist. Ja, umso heller leuchtet, je intensiver man in die demokratische oder auf die Demokratische Republik Kongo oder Burundi schaut, dann ist es schon ein Vorbild. Aber zur Zeit des Völkermords gab es 7,2 Millionen Menschen, heute gibt es 14 Millionen Menschen. Die demografische Entwicklung ist eine sehr hohe, ist mit die höchste in Afrika. Und es ist meiner Meinung nach absehbar, dass es massive wirtschaftliche Probleme geben wird. Und dann ist die Gefahr groß, dass man in Zeichen einer elementaren Krise sich wieder auf das, wenn ich so sagen darf, herkömmliche Instrumentarium besinnt und nach Verantwortlichen für die Misere fragt. Und dann liegt die Antwort auf der Hand. Auf der anderen Seite, und damit schließe ich, verstehe ich auch Überlebende. Und wie gesagt, ich habe mit sehr, sehr vielen gesprochen, die Schlimmstes erlebt haben. Die mir sagen, oder die sagen, das ist mir alles völlig egal.
ich lebe sicher. Ja? Ich muss keine Angst mehr haben vor Angriffen. Ich kann nachts in meinem Dorf herumlaufen, wo ich möchte. Das ist mir wichtig. Und wie es dann um diese Feinheiten wie Presse und sonstige Freiheiten bestellt ist, das ist mir ziemlich egal. Das ist eine Position, die man häufig hört von Überlebenden, die ich nachvollziehen kann, die gleichwohl, denke ich, nicht die Grundlage oder das Fundament der weiteren Entwicklung in diesem Land sein sollte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch, darauf weise ich ganz zum Schluss in meinem Buch hin, auf einen schwarzen afrikanischen Journalisten hinweisen, der im Mai 1994 auf einer Brücke steht, eine Brücke, die über den Kagera-Fluss führt. Der Kagera-Fluss mündet im Viktoriasee und auf dieser Brücke sieht er Leichen Richtung Viktoriasee treiben, von Tutsi. Er sieht diese Leichen und sagt, danke Gott, dass ich lebe, dass ich in den USA bin. Und er sagt auch, und wohlwissend, was er damit über den Sklavenhandel sagte, aber zuallererst denke ich, ich danke Gott, dass mein Vorfahre dort rausgekommen ist, weil ich jetzt keiner von ihnen bin. Ja, also, dass er das geschafft hat. Ja, so, gut, damit ende ich. Ja, vielen Dank. Wir hatten uns verabredet, dass wir noch ein paar Worte hier vorne wechseln, bevor Sie einsteigen in das Gespräch. Ich würde gerne noch ein bisschen über Geschichte und Politik etwas hören. Die Geschichte, ich denke, das hat nicht jeder so im Kopf, wie sich La Guerre und La Génocide miteinander und die Zeit nachher miteinander verbinden. Und dann würde ich gerne etwas über den, wie Sie das Regime, das jetzige Regime mit seiner Politik auch ins Ausland hinein verstehen. Und dann würde ich gerne noch mal auf den Begriff Genozid überhaupt und was er eigentlich taugt, um bestimmte Gewaltphänomene zu verstehen. Das würde ich gerne auch noch mal fragen. Also diese drei Komplexe würde ich... Gut, zunächst zur Geschichte. In Ruanda gibt es drei Bevölkerungsgruppen. Die größte ist die Gruppe der Hutu, 85% ungefähr. Gefolgt von der Gruppe der Tutsi, 12-13%. Und dann eine kleine Gruppe, 1-3%. Das sind die Twa-Pygmäen. Die Pygmäen, Twa genannt. Spielten aber zur Zeit des Völkermords keine größere Rolle. Darf ich da mal kurz einhaken, weil wer als bloßer Zeitungsleser sich da informiert, stößt eigentlich auf zwei Meinungen. Die eine ist, das sind relativ klar gegliederte Ethnien, die dann nun mal in mehr oder weniger willkürlich kolonial gezogenen Grenzen zusammenzuleben gezwungen sind. Die anderen sagen, diese Ethnien sind überhaupt keine klar, sondern sind ihrerseits koloniale Fiktionen und ohne jeden Realitätsbezug. Man konnte in Zeitungen beide Positionen ganz schroff und mit einem Ausschließlichkeitsanspruch vertreten lesen. Ja, darauf wäre ich jetzt eingegangen, wie das historisch konnotiert ist und wie unter Umständen durch die aufkommende Lehre vom Rassismus Ende des 19. Jahrhunderts unsere Bilder auf Ruanda und auf das, was deutsche und andere Missionare dort, Forschungsreisende dort vortrafen, übertragen wurde. Es ist bis heute nicht klar, wo die Begriffe Hutu oder Tutsi herkommen. Was klar ist, ist, diejenigen, die in der auch vorkolonialen ruandischen Gesellschaft die Spitzenstellung in diesem Verband hatten, in diesem vorstaatlichen Verband hatten, waren Tutsi. Der König, der Mwami, war immer ein Tutsi, sein Hofstaat auch. Das waren die, die Reichtum hatten, die
vier Herden hatten, das waren Tutsi. Was nicht heißt, dass jeder Tutsi reich war. Oben war, nein, es gab auch sehr arme Tutsi. Aber die große Menge, die große Mehrheit des Landes waren Hutu, betrieben Ackerbau und waren mit der Herrscherfamilie in einer Art Lehensverhältnis verbunden. Das heißt, es musste an Zwangsarbeit geleistet werden. Nicht durchgängig, aber phasenweise. Das heißt, die Herren des Landes waren die Tutsi-Herrscherfamilie. Und das war der Eindruck, den die ersten Forschungsreisenden, Missionare hatten, als sie dort nach Ruanda kamen in den 1890er Jahren. Sie sahen diese große Gruppe der Hutu, die sich beklagten und ihr Schicksal nun in bewegenden Worten ausbreiteten. Und sagten, aber ihr seid doch die große Mehrheit, wieso unternehmt ihr nichts? Ja? Das haben sie nicht gemacht, sondern das blieb dann so stehen. Diese Struktur ist dann von den Deutschen übernommen worden in der deutschen Kolonialzeit durch das Prinzip der indirekten Herrschaft. Das heißt, man hat als Kolonialherr die Sozialstruktur, Tutsi, eine kleine Minderheit oben an der Spitze des sozialen Verbandes, die große Mehrheit der Hutu, belassen. Das haben die Belgier auch gemacht, aber die Belgier haben dann, vielleicht befördert durch ihr eigenes Verständnis und durch ihren eigenen Konflikt zwischen Wallonen und Flamen, diesen Konflikt sehr stark rassisch oder rassistisch aufgeladen. Unter anderem, wie ich schon sagte, dokumentiert durch Einführung des Personalausweises 1933 und darin der Vermerk ethnische Zugehörigkeit Hutu, Tutsi oder Twa, was zum Zeitpunkt des Völkermordes entweder Lebensrettung oder das Todesurteil war, je nachdem, was da drin stand. So, die Kolonialzeit ging Ende der 1950er Jahre zu Ende. Die Belgier zogen sich aus dem Land zurück und übergaben vorher einer Minderheit der Hutu, die an Priesterseminaren gelernt und studiert hatten, die Macht. Die Macht wechselte also von einer Tutsi-Minderheit zu den Hutu, jetzt zu der demografischen Mehrheit, mit der Folge, dass diese demografische Mehrheit die Tutsi aus dem Land vertrieb. Etwa 300.000 wurden Anfang der 1960er Jahre aus Ruanda vertrieben. Es gab immer wieder Versuche zurückzukommen, Versuche in die alte Machtposition zurückzukommen. Ruanda wurde im Juli 1962 unabhängig. Diese Versuche wurden jeweils von der Hutu-Macht, ja, die einen reinen Hutismus propagierten, mit Pogromen beantwortet. Das heißt mit Racheaktionen an den noch im Lande verbliebenen Tutsi zur Abschreckung von neuen möglichen Angriffen auf das Land. Diese Situation änderte sich allerdings 1973 sehr. Da wurde dieses alte Hutu-Regime gestürzt. Es kam ein neuer Präsident an die Macht durch einen Staatsstreich, der sagte, Hutu und Tutsi sind nicht zwei verschiedene Rassen, wir sind zwei Ethnien und müssen versuchen, in einem Land zu leben. Und aus dieser Zeit, ab 1973, datieren auch viele Ehen zwischen Hutu und Tutsi. Das war also eine ziemliche Offenheit. Der Präsident Habyarimana, das ist der, der dann abgeschossen wurde am Abend des 6. April, die dieser Präsident praktizierte. Allerdings gab es nur eine Partei im Land, eine Einheitspartei. Er war Vorsitzender dieser Partei. Es gab also alles andere als demokratische Verhältnisse. Die sich im Exil, vor allem in Tansania und Uganda befindlichen Tutsi, gründeten 1988 eine militärische Formation, eine Rebellengruppe, genannt Ruandische Patriotische Front, mit dem Ziel, die Rückkehr der Flüchtlinge, zum damaligen Zeitpunkt schon etwa 700.000, mit Militärgewalt nach Ruanda zu erzwingen. Und um dieses Ziel zu ermöglichen, und hier gehen die Informationen auseinander, es gibt Stimmen, die sagen, es gab schon Verhandlungen zwischen der Regierung und den Flüchtlingen in Tansania und Uganda,
um eine friedliche Rückkehr zu ermöglichen. Es gibt andere, die sagen, nein, das waren nur Scheinverhandlungen. Wir mussten auf Gewalt setzen, um unser Rückkehrrecht durchzusetzen. So begann dann der Krieg am 1. Oktober 1990, um militärisch die Rückkehr nach Ruanda zu ermöglichen. Der Tutsi, wenn ich so will, wenn ich so sagen darf, der Tutsi-Diaspora. Ja, und das war ein ethnisch aufgeladener Krieg. Die große Hutu-Mehrheit im Land sagte, wir möchten nicht wieder in einer Art Leibeigenschaft, in Unterdrückung leben. Wie gesagt, ein kleines Land, wo Nachrichten, Informationen von Mund zu Mund gehen und mit jedem Übergang größer, dramatischer, beschwörender werden hinsichtlich der vorkolonialen Zeit, sodass dann der Konflikt immer intensiver wurde und vielen Hutu, vor allem den Interahamwe, das ist eine extremistische Hutu-Miliz, Interahamwe, die zusammenarbeiten, ja, die auch hauptsächlich den Völkermord ausübten, die Tötung der Tutsi, auch von Babys, nach dem Motto, auch Kagame war mal ein Baby, als legitime Möglichkeit nicht nur erschien, sondern sich aufzwang. Ja. Das erklärt diese Genese, diese vorurteilsbeladene, hasserfüllte Konfrontation, die sich näherte durch den Blick auf die Geschichte und durch die Erfahrung jetzt in Form des vor dem Völkermord bereits 2,5 Jahre dauernden Bürgerkriegs. So, das zu den beiden Gruppen. So, jetzt die zweite Frage, der zweite, ich habe jetzt den dritten Aspekt, den Zwischenaspekt. Das war die gegenwärtige politische Situation. Also die gegenwärtige politische Situation. Ich sagte ja schon, dass Ruanda ökonomisch sehr gut, wie man heute auf Neudeutsch sagt, aufgestellt ist. Das liegt daran, dass man versucht, effektiv die klassische Korruption zu bekämpfen, eine gute Regierungsführung zu installieren. Die Korruption gibt es in der Tat nicht. Allerdings gibt es eine andere Form der Korruption, wie man sie aus der ehemaligen DDR kennt. Das heißt, man muss in einer bestimmten Partei sein, in der Partei des Präsidenten. Der heutige Präsident ist der Rebellenführer, der Gründer dieser Rebellenarmee und Eroberer des Landes nach dem Völkermord. In dieser Partei muss man sein, wenn man etwas bewegen möchte und wenn man einen guten Arbeitsplatz haben möchte. Ruanda, ja, steht gut da. Es wird geschätzt. Allerdings, ich bin in dieser Angelegenheit sehr häufig in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in Berlin. Man weiß sehr wohl, mit wem man es zu tun hat und ist da sehr, sehr skeptisch. Allerdings ist man auch, ich vermute, aus Verzweiflung darüber, dass Entwicklungshilfe über Jahrzehnte nichts gebracht hat, äußerst dankbar und erfreut darüber, nun endlich ein Land zu haben, wo das, was man dort investiert, beinahe 1:1 auch umgesetzt wird. Ja. Und das lässt Dinge, die uns und mir wichtig sind, nämlich die Achtung elementarer Menschenrechte, dann leider nicht immer als so wichtig erscheinen. Ja. Hinzu kommt, dass Ruanda es auf der internationalen Bühne hervorragend versteht, die eigene Vergangenheit ins Spiel zu bringen, wenn es zum Beispiel geht um UN-Friedensmissionen, ja, im Südsudan, Haiti, auch im Sudan. Da ist Ruanda sehr, sehr präsent. Also es ist ein Zwiespalt. An Ruanda, es ist fast wie in diesem kleinen gallischen Dorf. Ja, das ist ein Mikrokosmos, in dem sich die Meinungen entzünden. Man spricht über das Land, über die Geschichte des Landes und je nachdem, welchen Schwerpunkt man setzt, sagt man, das ist eine Erfolgsgeschichte oder man sagt, das ist eine Geschichte, die es geschafft hat, massenweise, vielleicht sogar millionenfache Verbrechen, begangen in Ruanda und begangen im Kongo, vergessen zu machen. Stichwort Kongo, ja. Würde ich gerne noch mal ins Spiel bringen. Ruanda ist auch im Kongo präsent. Oh ja.
ich sagte ja eben, dass etwa 2,5 Millionen Flüchtlinge nach 1994 in den Kongo geflüchtet sind. Von den 7 Millionen? Ja, genau. Also das heißt, ja, ja, etwa 2,5 Millionen sind in den Kongo geflüchtet, aus Angst vor den Befreiern des Landes, berechtigt oder nicht, und lebten dort in großen Flüchtlingslagern bis 1996. Dann beschloss Ruanda, auch unter Druck. Das ist das, was Dallaire beschrieben hat. Ja, nee, das war vorher. Das war vorher. Das war vorher, das war 93. Dann beschloss Ruanda, diese Flüchtlinge, auch auf Druck der internationalen Gemeinschaft, diese Flüchtlingslager aufzulösen. Das machte man aber nicht, indem man nun die Flüchtlinge bat, nach Ruanda zurückzukehren, sondern das machte man, indem man mit Maschinengewehren und Granaten in diese Flüchtlingslager hineinschoss, vorher einen Flüchtlingskorridor festlegte, der nur in eine Richtung ging, nämlich Ruanda, und dann trieb man die Menschen zurück. Und von diesen etwa 2,5 Millionen haben dann etwa 300.000 den Weg weiter in den Kongo gefunden, sind weiter geflüchtet, ja, aus Angst vor Repressalien. Und das wiederum hat Ruanda als Argument benutzt, um zu sagen, wir sind jetzt schon im Osten des Kongo, aber unsere Feinde und diejenigen, die auf einen Umsturz in Ruanda sinnen, sind weiter auf der Flucht im Kongo, diese verfolgen wir. Und das haben sie gemacht, bis in die Hauptstadt Kinshasa hinein, haben dann gleichzeitig das Mobutu-Regime gestürzt, einen Ruanda-freundlichen Präsidenten installiert, Laurent Désiré Kabila, den Vater des jetzigen kongolesischen Präsidenten. Das ging ein Jahr lang leidlich gut, bis 1998. Dann sagte Laurent Désiré Kabila, ich bin ja eigentlich hier nicht Herr im eigenen Hause. Herr im eigenen Hause sind die Ruander. Und hat sie aufgefordert, das Land zu verlassen. Das wollten die Ruander nicht. Daraufhin gab es den zweiten kongolesischen Krieg. Die Ruander sind zurückgetrieben worden mit angolanischer und anderer Unterstützung bis in den Osten des Kongos, bis in die beiden Provinzen Nord- und Süd-Kivu, die von 1998 an eigentlich bis heute immer noch Unruheprovinzen in der Demokratischen Republik Kongo sind und das zum ganz großen Teil aufgrund der ruandischen Präsenz dort. Und die ruandische Präsenz im Kongo und vor allem in den beiden östlichen Kivu-Provinzen erklärt sich auch natürlich durch den Schutz der Ostgrenze. Ja. Aber wie es der Zufall so will, sind beide Provinzen auch sehr rohstoffreich. Es gibt dort Gold, Diamanten, Coltan, Cassiterit. Und das wiederum nutzte Ruanda, um diese ganzen, um möglichst viele dieser Bodenschätze nach Ruanda zu bringen und von dort aus zu verkaufen. Das ist also auch der Hintergrund, der eigentliche Hintergrund für die ruandische Präsenz im Kongo. Allerdings hat das auch wiederum eine andere Seite. Die ruandische Präsenz im Kongo hätte nie über Jahre hinweg so stark, so beinahe fulminant sein können, wenn der Kongo nicht ein kaputtes, abgewirtschaftetes Regime wäre, ein in jeder Hinsicht Failed State. Das heißt, die Ruander haben gezielt in diese Schwäche des Staates hineingestoßen und haben sie vergrößert. Ja, vielen Dank. Das dritte Stichwort war der Begriff des Genozids, der ja ein neuer Begriff ist, auf eine Person zurückzuführen, ist Raphael Lemkin. Und ein schwieriger Begriff, weil er genau genommen nicht nur Massenmorde, umfassende Massenmorde beschreibt, sondern auch den Angriff auf Identität, kulturelle, ethnische und sonstige Identität, sodass es rein von dem Inhalt des Begriffes durchaus auch etwas, ich will nicht sagen ein Genozid ohne Mord, definierbar wäre, aber rein theoretisch ist es möglich, wenn es also um die Lebensgrundlagen einer begrenzbaren Gruppe geht. Man hat Diskussionen gehabt im ehemaligen Jugoslawien, ob dort bestimmte Massenmordaktionen Genozide sein sollten, und es ging dann um die Frage, sind sie, und das geht bei der
Begriff Genozid um die Intention. Sind Sie darum ausgeführt worden, um eine bestimmte vorab definierte Gruppe, also Moslems etwa, auszulöschen? Wenn dieses nicht gesagt werden kann, ist derselbe Massenmord, dieselbe Menge an umgebrachten Menschen kein Genozid. Jetzt hat sich aber in der internationalen Diskussion es eingebürgert, etwas, was nicht Genozid ist, sozusagen für einen Massenmord zweiter Klasse zu halten. Also sehr viel an der Diskussion um Armenien ist davon getragen, dass wenn jemand sagt, muss man noch mal gucken, war das genau eigentlich ein Genozid oder ist es ein grauenhaftes Massaker geworden? Keiner muss einen einzigen Toten leugnen, kann aber sagen, können wir eigentlich diese Intention aller Armenier umzubringen, nachweisen oder nicht? Dann wird die armenische Community ihm sagen, du wertest dieses Geschehen ab, du verharmlost das Geschehen. Also es ist ein sehr problematischer Begriff, dieser Begriff des Genozids. Andererseits haben wir im Fall Ruanda die Situation gehabt, dass es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den USA das Dekret gab, dass dürfe, was in Ruanda passiert, nicht Genozid genannt werden. Wäre es so genannt worden, hätte es eine internationale Beistandspflicht gegeben. Und es hat aber die Clinton-Administration darauf gedrungen zu sagen, das sind Stammesauseinandersetzungen. Und dann gab es diese Verpflichtung nicht. Hätte man es Genozid genannt, hätte die UNO oder hätte jedes andere Land dort intervenieren können als internationale Nothilfe. Ja. Genau, ich erinnere mich noch genau an die Situation, dass die Sprecherin der US-Administration gefragt worden ist, was denn nun in Ruanda los sei. Und da sprach sie noch immer von Genocidal Acts. Und dann fragte die Journalistin, wie viele Genocidal Acts denn notwendig seien, um daraus einen richtigen Genozid zu machen. Und daraufhin sagte sie, das würde sie jetzt ihre Kompetenzen überschreiten, das wüsste sie jetzt auch nicht. Ja, aber Sie haben völlig recht. Genozid ist ein Absichtsdelikt. Und das ist das Problem. Man muss also in der Absicht handeln, mehr als Vorsatz, in der Absicht handeln, eine geschützte Gruppe, ethnisch, rassisch, religiös zum Beispiel oder national, das sind die in der Genozidkonvention genannten, ganz oder teilweise zerstören zu wollen. In Ruanda war das klar, aber auch mit vielen Problemen behaftet. Nehmen wir ein Beispiel, den ersten Fall, die erste Person, die wegen Völkermords verurteilt worden ist, 1998, ein ruandischer Bürgermeister Jean-Paul Akayesu, in dessen Heimatdorf die Deutschen 1998, das ist das absolute geografische Zentrum Ruandas, 5 Bäume gepflanzt haben. Also dieser Bürgermeister hat es geschafft, als der Völkermord begann am Abend des 6., 2 Wochen lang seine Tutsi, in seinem Dorf, für die er die Verantwortung hatte als Bürgermeister, zu schützen. Und er hat auch, den Inder haben wir gesagt, die stehen unter meinem Schutz, wer den Tutsi, der Bevölkerung in meiner Gemeinde etwas antut, hat es mit mir zu tun. Und er hat auch einige Inder haben wir schärfstens bestrafen lassen, weil sie übergriffig geworden sind gegenüber Tutsi. Dann, am 18. April, kam eine Gruppe von Emissären aus der Hauptstadt Kigali, die 70 Kilometer nach Taba in diese Gemeinde gefahren und erklärte ihm, die Zeiten haben sich nun geändert, die Tutsi müssen alle verschwinden. So, und dann begann das Morden in Taba. 2000 Tutsi wurden umgebracht, viele der Frauen und Mädchen vergewaltigt und Akayesu wurde deswegen vom Internationalen Strafgericht Sophie Nahusha angeklagt und zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und er hat im Verfahren nichts gesagt. Nein, und man hat dann gesagt, 2000 Tote Tutsi ist Absicht genug, ist klar genug und lässt auf eine Absicht schließen. Ja. Schwierig. Schwierig, allerdings, wir kennen das auch aus Ex-Jugoslawien, aus vielen anderen Situationen, wo man in Anbetracht eines großen Verbrechens sich mit diesen Konstruktionen behelfen muss. Ja. So, also ein Absichtsdelikt.
Dann aber, was noch ein viel größeres heute in Ruanda ein viel größeres Problem ist und vielen Völkerstrafrechtlern so gar nicht bewusst ist, ist Folgendes. Sie haben das eben angedeutet, Herr Riemsmann. Identische Tötungsaktionen. Ja, mit einer Machete wird eine Frau umgebracht, die Tutsi ist, dann ist es eine Völkermordhandlung. Eine andere Frau, die Hutu ist, wird umgebracht, dann ist es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In der internationalen Wahrnehmung liegen zwischen beiden Welten. Die internationale Hilfe geht an die Völkermordüberlebenden in Ruanda. Die medizinische Versorgung ist frei, der Schulbesuch ist frei, alles ist frei. Für die Hutu-Überlebenden nicht. Das kommt noch hinzu. Gar nichts. Die zahlen Schulgebühren, die zahlen für die medizinische Versorgung. So, dann stellen Sie sich vor, dann ist es noch jemand, der dann vielleicht noch Tutsi gerettet hat. Das ist die Situation und das macht sich fest an diesem Begriff. Ich persönlich bin mittlerweile aufgrund meiner Erfahrung in Ruanda der Meinung, dass der Genozidbegriff mehr Unheil in die Welt gebracht hat, als er benannt und aus der Welt versucht hat herauszuschaffen. Ja. Und ich denke auch, und das kann ich wiederum auch belegen, das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, dass die Shoah oder der Holocaust ein ganz anderer Völkermord ist als in Ruanda oder Armenien. Ja, das sollte man nicht gleichsetzen, wobei die ruandische Seite, um Kritik von außen unmöglich zu machen, das mit Vorliebe macht, indem sie den Völkermord in Ruanda mit dem Holocaust gleichsetzt und die ruandischen Tutsi als afrikanische Juden bezeichnet, was, wie ich finde, eine sehr fragwürdige Behauptung ist. Wollen wir das mal hier? Ja. Und dann 1, 2, 3. Ja, ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber Ihre letzten Worte haben mich natürlich gereizt. Ich weiß, es ist ein weites Feld, aber vielleicht könnten Sie ein paar Worte über den Unterschied zwischen dem Völkermord an die Tutsis und dem Völkermord an die Juden sagen. Ein Hauptunterschied ist, es gab vor 1933 oder sagen wir vor 1939 kein Krieg, keine bewaffnete Auseinandersetzung, die Juden gegen Deutschland oder gegen das Deutsche Reich geführt haben. Das war in Ruanda der Fall. Das ist ein großer, ganz großer Unterschied. Sie meinen, ein Hutu könnte irgendwie mit Recht sagen, aber Sie haben den Krieg angefangen. Ja, es gibt heute in Ruanda immer noch zwei Tabus. Zum einen ist es der Bürgerkrieg davor. Inwieweit ist die aktuelle Regierung mitverantwortlich, ist jetzt ein großes Wort, aber haben Sie das, auf Französisch sagt man préparé le terrain, haben Sie das Gelände mit vorbereitet? Haben Sie den Weg geebnet zu dem, was später kommen musste? Das ist das eine Tabu. Das zweite Tabu ist, wie viele Hutu und wie viele Tutsi sind umgekommen und sind ermordet worden? Das Verhältnis. Ja. Es gibt kein Archiv, in das man gehen könnte. Es gibt kein Dokumentationszentrum, wo man sich Aufschluss verschaffen könnte. Das heißt, man ist nur auf Plausibilitätsüberlegungen aufgrund von Gesprächen und Individualrecherchen angewiesen. Also es gibt keine verlässliche Zahl. Sie haben einen Einwand gegen diese Behauptung? Ja, es gibt die Untersuchungen von Alan Stamm und Christian Davenport aus Michigan. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben heute eine andere Universität. Die sehr umfangreich in Ruanda geforscht haben, mit amerikanischer Präzision das Mapping der Toten, Massengräber und so weiter durchgeführt haben und dann aus dem Land geworfen wurden. Und ja, das Weitere ist dann allmählich unerklärbar. Ich kenne das, ich meine nur heute ist das nicht möglich. Heute. Sie können heute nicht. Ach, heute, in Ruanda, ja, unter heutigem Regime ja, im Moment, das, ja. Das meine ich. Sie können heute nicht sagen, wir gehen mal völlig neutral hier in das Land, an das Problem der jüngsten. Ja, das geht nicht. Ja, dann kommen Sie da. Ich habe gleich mehrere Fragen. Oh. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht die Hälfte. Also das Erste. Warum wollte die Clinton-Administration nicht, dass das als Genozid gewertet wird? Das Zweite. Kann ich immer sofort antworten, weil das haben wir eben schon gesagt. Ja. Die Clinton-Administration wollte das nicht, weil das den öffentlichen Druck auf diese Administration erhöht hätte, in einer Aktion der Nothilfe, der militärischen Intervention einzugreifen.
Ja, ganz das weit ist Somalia. Ja, denken Sie ein Jahr vorher, genau, 1993 gab es Somalia. War doch eigentlich naheliegend. Also ja. Also von der Sache her. Darf ich kurz etwas dazu sagen? Ich habe in Kigali, der ruandischen Hauptstadt, an mehreren Diskussionsveranstaltungen teilgenommen, in denen auch der kanadische General Dallaire anwesend war, der ja nachher Oberbefehlshaber keiner Gruppe von 2.500 UN-Soldaten, wie ursprünglich geplant, sondern nur von 2.500. Von 250 war. Das heißt, man hat nicht versucht, den Völkermord zu verhindern, sondern man hat auch die UN-Soldaten in ihrer Präsenz von 2500 auf 250 reduziert. Mhm. Und er musste sich dann vorne hinstellen in einem Saal und sich den Fragen und Vorwürfen der Überlebenden aussetzen, die gesagt haben, warum haben sie nichts unternommen, auch mit ihren 250 Soldaten nicht. Hätten sie gleich am ersten Tag energisch eingegriffen, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber UN-Soldaten wären natürlich ums Leben gekommen. Furchtbar, naja. Ja. Eigentlich. Also, gut, aber ich wollte Sie jetzt nicht aus dem Konzept. Die andere Frage, diese Unterschiede zwischen Hutus und Tutsis, war das eigentlich nur eine ökonomische Sache, also dass die einen Acker bauen, die anderen Viehzüchter oder die anderen reichen, die anderen vorwiegend arm waren, oder ist das auch äußerlich an bestimmten Unterschieden sichtbar geworden das oder ist, an bestimmter Art des Glaubens? Also das war die zweite Frage. Die dritte Frage, wieso hatte man Angst vor der Rückkehr der Tutsi-Flüchtlinge, war das, wären die dann automatisch irgendwie wieder in ihre alte Machtposition gekommen oder so? Ich meine, wieso hatte man, ich meine, waren das diese äußerlichen Unterschiede, waren das etwas Trennendes oder, ich meine, wenn die zurückkehren, was hätte da gestört, wenn die zurückgekehrt wären? Dann die dritte Frage, dieses Lager, was Sie da beschrieben hatten am Anfang, war das ein Lager im Lande oder im Ausland? Mhm. Eins vor diesem Massaker? Zu welcher Zeit war dieses Lager? Ja. Und die vierte Frage, ist jetzt in der jetzigen Regierung, ist das eine reine Tutsi-Regierung oder ist das eine gemischte Regierung? Wie ist das? Der Staatspräsident ist heute, Paul Kagame, ist ein Tutsi, Anführer der Rebellenarmee, ist 2000 interimistisch bis 2003 Staatspräsident gewesen, ist dann 2003 mit 95% aller Stimmen zum Staatspräsidenten gewählt worden für 7 Jahre, 2010 mit noch einmal 96% für weitere 7 Jahre. Dann hätte er eigentlich nicht mehr Staatspräsident sein dürfen, weil laut Verfassung die Amtszeit des Präsidenten auf 2 Amtszeiten begrenzt ist. Man hat die Verfassung geändert und er kann jetzt Staatspräsident bleiben bis 2034. Die afrikanische Krankheit, das ist nicht übertrieben, so zu nennen. Das Lager war in Ruanda und zwar etwa 40 Kilometer nordöstlich von der Hauptstadt Kigali. Und dort gab es etliche dieser Lager. Wahnsinn. Im Land selbst. Was für die Entwicklung einer genozidalen Stimmung, wenn ich das mal so sagen darf, gerichtet gegen die Tutsi, gegen die Angreifer zunächst und dann gegen alle Tutsi, natürlich von immenser Bedeutung war. Vor dem Völkermord. Vor dem Völkermord. In den Lagern waren Tutsi oder? Hutu. 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 Die Tutsi kommen von der Bevölkerung. Die Rebellenarmee. So. Dann Angst vor der Rückkehr. Warum? Der Friedensvertrag von Arusha von Mitte 1993 sah vor, dass das Offizierskorps in der Armee und in der Polizei zu 50% aus Tutsi bestehen sollte. Das heißt, 50% der Hutu-Offiziere hätten keine Arbeit mehr gehabt, keine Beschäftigung mehr gehabt. Das Gleiche in der Armee und in der Polizei. 60-40, 60% Hutu, 40% Tutsi. Ja. Das ist das eine, was man in Zahlen benennen kann. Das andere ist das, was die Geschichte in den Köpfen vieler freisetzte, nämlich die Angst vor erneuerter Unterdrückung.
durch die Tutsi. Ja, das sind die Gründe. Jetzt ein sehr, sehr heikles Thema, Unterschied Hutu-Tutsi heute. Kagame ist ein Tutsi. Hutu, ja, das ist sehr schwer, wenn ich das jetzt erkläre. Ja, Hutu sind kleiner, salopp formuliert afrikanischer. Tutsi, die es gibt, ja, in Ruanda, also als Tutsi, nicht als wenn ich so sagen darf, Ergebnis von einer Ehe zwischen Hutu und Tutsi, was auch viele gibt, sehen ähnlich aus wie Somalier. So groß gewachsen, schlank, schmale Nase. So, das ist wo man automatisch drauf rekurriert. Was ich Ihnen aber jetzt so sage, wohl wissend, dass man das auch alles ganz anders verstehen kann, aber das ist Fakt. Ja, das kann man, das sieht man. Ja. Man kann nicht bei allen. Na, bei allen nicht, natürlich nicht. Aber wenn Sie jetzt Kagame nehmen als eine Person und nehmen dann Bagosora zum Beispiel als den anderen, dann sehen Sie schon, dass zwischen beiden Welten liegt. Und das ist anders als zwischen einem schlanken Deutschen und einem kleinen, kugeligen, dicken Deutschen. Aber ich gebe es zu, das ist sehr, sehr heikel. Ja, denn weil es gerade in der Zweiten Republik unter Habyarimana diese Lockerung gegeben hat, Hutu, Tutsi geheiratet haben, hat sich das alles sehr, sehr verändert. Ja. Nein, jetzt ist aber jemand am Tisch. Ja. Wenn da noch eine Frage. Nur ein Satz, das erinnert mich so ein bisschen an Diskussionen, dass sagen Leute, die zur führenden Schicht oder Fürsten, das weiß ich, in Deutschland seit Jahrhunderten gehört haben, dass die im Durchschnitt größer sind als andere. Es gibt so vieles. Es gibt ja. Ephraim Kishon. Der israelische Satiriker hat mal im deutschen Fernsehen gesagt, naja, wissen Sie, das war ganz einfach bei mir. Ich war groß und blond, sah aus wie ein SS-Mann, also wussten die in Ungarn, dass ich ein Jude bin. Ja, ja. Moreno ist mein Name, ich bin Ärztin und ich lebe in Afrika. Bin auch sehr häufig in Ruanda. Und wir haben als... wir von Ihrem Buch gehört haben, haben das genommen und als Anlass genommen, hier bei dieser Kolonialismus-Ausstellung ja. habe ich praktisch unzählige afrikanische Gruppen dahin geführt und wir haben danach diskutiert und hatten uns gut vorbereitet. Bei vielen bin ich bei Ihnen. Bei einem Punkt würde ich bescheiden widersprechen. Sie sagen, das kann man nicht so vergleichen. Wir sprechen ja von Muster. Ja, ich finde auch bei Genozid kann man wirklich sagen, es ist fruchtlose Semantik, darüber jetzt zu reden. Was aber rausgekommen ist bei unseren Interviews mit jungen Afrikanern, wie gesagt, unzählige, ist, dass sie sehr wohl vergleichen. Und das hat nicht nur mit Ruanda was zu tun. Auch in Kamerun wird das gemacht, dass man sagt, okay, wie war denn die Erinnerungskultur bei den Hereros? Ja, wie ist denn es da? Wie haben wir die Kette geführt? Und ich muss sagen, als Ärztin, wenn ich jetzt die Versuche von Robert Koch Ihnen heute auf den Tisch legen würde, erzählen würde, wie Schlafkrankheit und wie diese Menschen behandelt worden ist, und ich würde anfangen mit Exkremente und der Geruch nach Erbrochenem, dann hätte ich genau dieses Muster für viele, viele, viele andere Bereiche auch. Und auch die fehlende Erinnerungskultur. Ich glaube, es ist sehr schwer, wenn man im Dialog ist mit afrikanischen jungen Menschen, ich bilde also Fachkräfte aus in einer Hochschule, dass man von vornherein sagt, das darf man nicht vergleichen. Es gibt Muster, die kann man vergleichen und fehlende Erinnerungskultur kann man auch woanders finden. Aber ich will gar nicht sozusagen in da jetzt im Widerspruch stehen. Das Zweite ist, jetzt, Sie sind sehr kritisch gegenüber Ruanda. Wir jetzt als Mediziner oder Menschen, die jetzt einfach gucken, wie ist der Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, zur individuellen Entwicklung. Wir haben Indikatoren und ein eben genauso Grundrecht ist eben das Recht auf Gesundheit.
ja, oder auf Zugang zur Gesundheit. Und da steht Ruanda alleine durch diese Indikatoren, die überall in Afrika, in Asien angewandt ist, gar nicht so schlecht. Ja. Und das soll man immer dazu berücksichtigen, dass es natürlich auch andere Grundrechte gibt, die woanders auch wirklich mit den Füßen getreten werden und die genauso zählen, die genauso gewichtig sind und genauso viele Kinder sterben. Also das ist vielleicht etwas, was wir vielleicht noch mal relativieren sollten. Ja, zum ersten Punkt, ich glaube, ich habe nicht gesagt, man solle nicht vergleichen, sondern Sie kennen oder Sie ahnen, was jetzt kommt, man soll das nicht alles in eins und gleich setzen. Vergleichen soll man sehr, sehr wohl. So, das meinte ich mal. Ja. Ja, und man muss einfach sehen, dass man, wenn Sie große historische, um es ganz abstrakt zu, abstraktes Wort zu verwenden, Katastrophen sehen, wenn Sie Massenmorde vergleichen, im Detail, im Großen, sie werden immer durch die Geschichte diachron und synchron immer Dinge finden, die hier so sind wie da. Lassen Sie mich sagen, weil der Mensch wieder, ist wieder Mensch. Ja. Gleichwohl gibt es, wenn Sie diese Vergleiche zuziehen, strukturelle Unterschiede, Unterschiede in der Dynamik und so weiter und so weiter. Also das Vergleichen führt Sie auch auf diese Unterschiede. Das Problem, auf das wir immer wieder stoßen, ist, dass es, dass Menschen immer wieder in der gegenwärtigen internationalen Situation dazu neigen, ihr Leid dadurch zu beglaubigen, dass sie sagen, es sei möglichst nahe an einem anderen bereits anerkannten Leid. Und wenn man sagt, ja, das, der Vergleich ist doch aber sehr mühsam zu ziehen, sich dann zurückgesetzt fühlen in ihrer eigenen Erzählung über ihr Opferdasein. Das ist ein großes Problem, auf das Sie immer wieder stoßen, wenn Sie in solche Diskussionen kommen. Sie sind dran. Ich habe eine Frage an Herrn Hankel zu den Gacaca-Gerichten. Mein Name ist Hans-Ernst Böttcher, ich war mein Berufsleben lang Richter in Deutschland, aber interessiere mich auch für historische Zusammenhänge und internationale. Ich frage deshalb, Herr Riems, weil Sie haben gesagt, diese Tribunale hatten eine gute Presse. Wenn man zum Beispiel nach Frankreich geht, wo der Sinn für internationale Gerichtsbarkeit, für Völkerrecht viel größer ist, als das bei uns der Fall ist, und in seriöse Veranstaltungen kommt, in denen unter anderem auch mit Erwähnung von Leipzig, aber über Nürnberg bis heute über die Frage gesprochen wird, wie man den Vorrang des Rechts vor der Macht dauerhaft sichern kann, dann werden diese Gacaca-Gerichte geradezu bejubelt als die neue Errungenschaft mit einer gewissen Naivität und meistens wahrscheinlich nicht so informiert, wie Herr Hankel ist. Für mich war insofern auch dieses Buch eine große Desillusionierung zu diesem Punkt. Und ich frage jetzt deshalb noch mal ganz konkret, gehört das mit zu dieser Desillusionierung, diese Überschätzung oder sogar vielleicht die das beim Namen nennen dessen, dass das die Überschätzung dieser Gerichte oder andersrum gesagt, dass das eine möglicherweise fragwürdige Angelegenheit war, die mit dem Versuch, Gerechtigkeit herzustellen, Wahrheit herzustellen, unter Umständen auch zu bestrafen oder auch nicht, wenig zu tun hat und deswegen vielleicht kein Fortschritt ist. Ja. So hab ich das Buch jedenfalls großenteils verstanden. Und genau so meinte ich das auch. Wir hatten vor genau einer Woche bei uns eine kleine Tagung zum Begriff Transitional Justice, Übergangsjustiz. Und man kann ja auf den ersten Blick sagen, Gacaca ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine gelungene Form der Übergangsjustiz. Ruanda ist heute ein stabiles Land mit den auch medizinischen begrüßenswerten Aktivitäten, ja. Aber diese Stabilität wird, wie ich denke und wie ich glaube, hier in meinem Buch zu zeigen, sehr teuer erkauft, indem man auf der einen Seite Recht anwendet, auf der anderen Seite Unrecht in sehr, sehr großem Maßstab nicht nur hinnimmt, sondern auch als Staatsgewalt selbst praktiziert im Kongo. Es gab 2010 einen UN-Untersuchungsbericht, in dem steht, dass Ruanda aller Wahrscheinlichkeit nach Völkermord im Kongo begangen hat, an den kongolesischen Bantu bzw. Hutu. Und dass es die Aufgabe eines Gerichtes sei,
eines Ad-Hoc-Gerichtes, was man einsetzen müsste, durch UN-Sicherheitsratsbeschluss, diesem Tatvorwurf nachzugehen. Das ist bis heute nicht geschehen. Ja. Sie sind zunächst dran, dann Sie. Sie, Sie. Ja, das geht in eine ähnliche Richtung. In einem dir bekannten Sammelband, der dieses Jahr jetzt endlich erscheinen soll, gehe ich der Frage nach, was passiert, wenn Versuche unternommen werden, Modelle der Aufarbeitung von Verbrechen aus einem Land in ein anderes Land zu importieren. Also vor allem das deutsche Modell. Ja? In Deutschland hat es angeblich so wunderbar geklappt. Ja. Deshalb machen wir das in anderen Ländern jetzt ähnlich. Und ich komme unter anderem zu dem Schluss, das kann produktiv sein, das kann nützlich sein, aber ganz oft ist es kontraproduktiv, weil man sozusagen versucht, das gesamte Modell zu importieren und damit eine Geschichte aufzuarbeiten, die eigentlich ganz anders ist als die, die bereits aufgearbeitet wurde. Und ganz oft führt das dazu, dass eben nationale politische Eliten gestärkt werden, weil sie sagen können, ja, wir machen das ja genauso gut wie die Deutschen, wir haben gelernt, aber eigentlich passiert was ganz anderes. Und angesichts deiner Kritik an den einem Gacaca-Prozess habe ich zuerst gedacht, ja genau, und also sozusagen die Antwort darauf im Buch ist, am nützlichsten ist es, wenn man zwar von den anderen lernt, sich dann aber gleichzeitig auf oder vor allem auf eigene Traditionen besinnt, ja, wie in Kanada zum Beispiel, wo man versucht hat, sozusagen den Genozid an den Ureinwohnern aufzuarbeiten, indem man rechtliche Traditionen dieser Ureinwohner als Grundlage genommen hat, um eben darüber zu reden. Ja. Und angesichts deiner Kritik an den Gacaca-Prozessen habe ich mir gedacht, naja, das wäre ja eigentlich genauso ein Fall, wo man sich auf eigene Traditionen besinnt hat, ja. Und dann funktioniert es doch nicht. Also ist unsere Lösung wahrscheinlich doch nicht die beste. Aber jetzt, wo ich dich höre, denke ich, das Problem war vielleicht nicht, dass Sie eine eigene Tradition aufgegriffen haben, sondern dass Sie nicht weit genug gegangen sind, weil Sie nämlich versucht haben, innerhalb dieser Gacaca-Tradition nur etwas zu bearbeiten, das international verständlich ist, nämlich den Genozid. Mhm. Und alles, was nicht Genozid ist, wird nicht aufgenommen. Das heißt, wenn man sozusagen das Gacaca-Prinzip angewandt hätte, aber auf alles, was passiert ist, ja, also sozusagen nicht versucht hätte, eine Übersetzbarkeit gleich herzustellen, sodass die ganze Welt versteht, aha, da geht es um Genozid. Ja, das Genozidmuseum in Kigali erklärt uns ja, das, was bei uns passiert ist, ist ja eigentlich auch nur ein Holocaust. Sehe ich das richtig? Oder? Ja, ich habe 2005, war ich so ein bisschen im Nebenberuf, Berater der Gacaca-Justiz für die Hauptstadt Kigali, habe ich mit dem Verantwortlichen diskutiert und habe ihm dringend nahegelegt, doch dafür zu sorgen, dass die Gacaca-Justiz, die da, wie man operativ wurde, also die ersten Urteile fielen ab 2005, auch die Taten der anderen Seite aburteilt. Nicht vollständig, aber als Zeichen, um auch, das dürfen wir nicht vergessen, um auch den Extremisten dieser Seite den Vorwand zu nehmen, zu sagen, naja, wir sind ja schon wieder Opfer. Und das ist ja nun eine ganz klare Siegerjustiz, was ist da zu erwarten? Ja. Und dann hat er mir gesagt, nein, das machen wir nicht, wir sind jetzt hier, wir haben die Macht, wir machen das nicht. Gut. Ja, und das ist das Hauptfehler gewesen. Aber ich stimme dir zu. Ja. Kann das Mikrofon wieder nach vorne wandern? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Ulrike von Pilar und ich habe seit Anfang der 90er Jahre für Médecins Sans Frontières gearbeitet. Und zwar in den 90er Jahren in Brüssel in der Zentrale. Und das heißt, dass ich das alles sehr nah mitgekriegt habe. Ich würde gerne, wenn Sie erlauben, eine Zahl ergänzen. Sie haben gesprochen, nachdem die Lager 96 gesprengt wurden von der ruandischen Armee, die kongolesischen, dass 300.000 Flüchtlinge nach Westen in den Kongo flohen und verfolgt wurden. Und ich würde nur gerne ergänzen, dass die Schätzungen dahingehend von uns und der UN, dass von denen 140.000 ermordet wurden auf dieser zweiten Flucht, wenn Sie so wollen. Ermordet, das nur noch mal als ein Indiz. Bitte. Ermordet wurden von? Von ruandischen Truppen, soweit wir das zumindest belegen können. Sie mögen nicht allein gewesen sein, sie hatten ja kongolesische Verbündete. Ich würde deswegen gerne noch mal zurück auf die Frage und Ihre Einschätzung,
die Verbrechen der neuen Regierung scheinen mir auf der ganzen Ebene, auf allen Niveaus vernachlässigt worden zu sein. Ja. Wir haben jetzt nicht von Kibeo gesprochen, ein Mord an internen Flüchtlingen, Vertriebenen von der ruandischen Armee begangen unter UN-Aufsicht. Wir waren Zeugen, das ist bis heute nicht aufgearbeitet. Es gibt viele von diesen, und diese Verbrechen sind ja von Anfang an passiert. Noch während des Feldzugs zur Beendigung des Völkermords. Was haben unsere Regierungen da auch verbrochen, wenn man so will, dass sie das völlig ignoriert haben? Gibt es irgendeine Möglichkeit, darauf sozusagen nochmal zurückzukommen? Das ist der erste Teil der Frage. Zweite Teil der Frage, Sie haben ja kurz Romeo Dallaire, der übrigens vor 3 Jahren hier auch unser Gast war in Berlin beim Humanitären Kongress, den wir noch mal gesprochen haben. Mich würde interessieren, wie Sie Kofi Annans Verantwortlichkeit heute sehen. Oh. Auch das ist doch in meiner Einschätzung jemand, der viel zu leicht davon gekommen ist, mit dem, was damals auch unter seiner Verantwortung, Clinton hin oder her, passiert oder eben nicht passiert ist. Denn Ruanda vor dem Völkermord war das mit Entwicklungshilfe am besten versorgte Land der Erde. Es war Partnerland von Rheinland-Pfalz. Ich habe mit vielen Entwicklungshelfern damals nach dem Völkermord gesprochen und sie gefragt, ob sie was geahnt haben. Denn Romeo Dallaire hatte ja gewarnt lange vorher und alle sagten, nein, wir haben nichts gewusst. Also so viel auch zur Aufmerksamkeit oder zur Fähigkeit zu erkennen, was sich vorbereitet, hat man eben eher nicht. Und letzter Punkt meiner Frage, wie sind diese Gacaca-Gerichte eigentlich mit den Kirchenvertretern umgegangen? Ein Teil der Kirchen hat eine ungeheure Schuld auf sich geladen im Völkermord. Ich weiß einfach nicht, wie das heute aussieht. Und meine allerletzte Frage wäre dann, was könnte denn Kagame tun, um eine demokratischere Verfassung und Regierung zu installieren angesichts der aktuellen demografischen Lage? Ich fange mit der letzten an, er müsste es wollen. Er müsste die Notwendigkeit sehen, das tut er nicht. Er ist umgeben von einem Inner Circle, dem er schon seit Jahren vertraut, der auch aus Uganda stammt. Und er ist tief davon überzeugt, dass er auf dem richtigen Weg ist und Ruanda in eine wunderbare Zukunft führt. So. Gacaca und Kirche, nein, Gacaca hat auch Kirchenvertreter, Priester verurteilt, die aktiv am Völkermord beteiligt waren. Die also die Kirchentüren geöffnet haben, um den Interhambe Zugang zu den Kirchen zu geben und die Gläubigen massakrieren zu lassen. Das ist geschehen. Allerdings mit den Kirchen, das ist ein sehr auch kontroverses Thema. Nicht alle Kirchenvertreter, nicht alle Priester waren Völkermörder. Es gab auch viele, die nicht mitgemacht haben. Nein, aber weil es heute in Ruanda so heißt, das ist, als seien die Kirchen irgendwie pauschal mit Rädelsführer im Völkermord gewesen, das stimmt nicht. Kofi Annan, Sie haben völlig recht. Kofi Annan war 94 und 95 zuständig für internationale Friedenseinsätze. Er hat 94 nichts gemacht, 95 Srebrenica, 8000 Tote, er hat nichts gemacht. 2000 bekommt er den Friedensnobelpreis, ich verstehe es nicht. Ja, man lese mal seine Memoiren, es ist... Ja, ich verstehe es nicht. Eine Ahnung davon hat, an der Mund offen steht. Den Mund offen, nichts finden Sie davon. Allenfalls ein leichtes Bedauern, dass die Welt schlecht ist. Ja. Das ist unglaublich. Ja, ist es. Und ja, und jetzt, was soll unsere Regierung tun? Die Verbrechen der aktuellen Regierung sind kein Thema für die Regierung. Und ich, wie gesagt, ich bin jetzt in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Es ging kürzlich um einen Auslieferungsfall nach Ruanda. Der Kabinettsdirektor des letzten Staatspräsidenten Habyarimana sollte in Frankfurt inhaftiert, sollte ausgeliefert werden nach Ruanda. Die Anklagepunkte, die Tatvorwürfe waren konstruiert. Für jemanden, der wie ich nur die Situation dort kennt, der weiß, wie Wahrheiten konstruiert werden, wie Wahrheiten zustande kommen, war das völlig klar.
Und ich habe Gott sei Dank im Auswärtigen Amt das Glück gehabt, dass ich auf offene Ohren gestoßen bin. Und dieser Mann wurde nicht ausgeliefert, sondern konnte nach Neuseeland zurückreisen. Das hat mich sehr gefreut. Aber ich bin auch sehr oft sehr frustriert und beinahe resignativ eingestellt, wenn ich in Deutschland über Ruanda rede. Weil ich feststelle, es gibt eine bestimmte Wahrnehmung dieses Landes. Und dagegen zu diskutieren oder zu argumentieren, das ist sehr, sehr schwer. Und von denjenigen, die die Inhalte dieser Wahrnehmung bestimmen, ist es nicht gewollt, dass man Nebensätze bildet, dass man differenziert. Ja, es ist nicht einfach, sagen wir es so. Und insofern freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich die Gelegenheit hatte, dieses Buch hier so zu schreiben. Die Dame hier vorne und dann der Herr da links. Sabine Grund, mir ist das Thema Ruanda ganz anders begegnet, und zwar 2003 bei einem afrikanischen Stammtisch mit lauter Experten aus deutschen Regierungs- und Hilfswerkkreisen, querbeet so die Akteursebene, die das Ganze miterlebt hat und die ganz offensichtlich ein fürchterlich aufgestautes, schlechtes Gewissen hatte und eines Abends ohne allzu viel Bier sich bei mir mal ausschüttete, was so alles zu sagen wäre. Dazu gehörte damals der weithin bekannte Helmut Strizek, Dr. Helmut Strizek, der inzwischen zwei sehr dicke und lesenswerte Bücher dazu geschrieben hat und vieles mehr. Und in diesem Zusammenhang war mir Ruanda immer als ein internationales Problem interessant, nicht als ein nationales. Ich war nicht in Ruanda, ich kenne das Land nicht, ich kenne das Buch von Strizek über die koloniale Geschichte und ein bisschen Erzählungen. Ich habe auch eine ganze Reihe Ruander getroffen, die mir erzählt haben, dass der Völkermord manchmal eine Gelegenheit war, dem Nachbarn mal endlich heimzuzahlen, was man schon lange und so nicht. Also geben einige auch offen zu, das gehörte mit dazu. Aber das ganze Szenario war ein internationales. Interessant finde ich dazu das Buch von Jeff Charlotte, The Family, über das wenig öffentlich bekannte Netzwerk aus europäisch-amerikanischen Kreisen, Prayer Breakfast Network, immer noch repräsentiert durch das jährliche Prayer Breakfast in USA. Und durch Kreise hier, über die man wenig weiß, im Parlament. Das haben mir damals diese Experten 2003 gleich erzählt. Die seien ja ganz schlimm. Das wusste auch jeder, aber so verhuscht. Es war verhuschtes Wissen. Und ja, Kibeho wurde schon angesprochen, kann ich mir jetzt sparen. Es gab ganz früh nach dem Völkermord 1994 Michael Horrigan, den internationalen Beauftragten, der den Abschuss des Präsidentenflugzeugs untersuchen sollte, Zeugen hatte, abgewürgt wurde in seiner Untersuchung. Jetzt, Jahre später, vor ein oder zwei Jahren, gab es einen Artikel, ich glaube Washington Post, von Louise Arbour, die Aussage, kennen Sie alle, brauche ich Ihnen nicht aufzuzählen, dass sie damals daran gehindert wurde, Herrn Horrigan arbeiten zu lassen. Diese ganze Kette setzt sich quer durch die internationale UNO etc. Gemeinschaft fort. Es gibt nur außer den Sammlungen von Herrn Strizek wenig, zumindest in Deutsch sowieso nicht, in Englisch oder Französisch auch nur wenig. Ich nenne mal so als Namen, also Stamm und Davenport waren ganz wichtig damals für die Rekonstruktion der Massengräber und die eigentlichen Machtverhältnisse während des Völkermordes. Ein bekannter noch privater Forscher ist Keith Harmon Snow. Der hat offensichtlich auch Kontakte zum US-Militär und hat mal Luftaufnahmen der Kongo-Flüchtlingslager veröffentlicht. Da gibt es sicher mehr. Das heißt, die Frage ist einfach des Willens, endlich diese Fotos mal zu analysieren. Und was da passiert ist, da haben viele Leute offensichtlich ein Interesse, dass es nicht passiert. Desgleichen der Flugschreiber des abgeschossenen Flugzeuges, der beiden Präsidenten von Ruanda und Burundi damals. Und es gab eine Konferenz des National Security Archive in USA, ich glaube 2014, wo mal eine ganze Reihe Beteiligter versucht hat, offen zu reden. Die Prudence Bushnell war damals auch dabei. Das ist online alles nachzulesen. Und Peter Erlinder ist bekannt, der Jurist, der eine sehr umfangreiche Website zu dem Thema hat.
Und Wayne Madsen ist noch einer so aus dem Geheimdienstumfeld. Ich fände es mal sehr interessant, wenn man sich allgemein hier angesichts der Einsicht, dass unsere Regierungen eine massive Schuld haben, daran macht, die hiesigen Kreise zu untersuchen. Da gehören Kirchen und für mich speziell die evangelische Kirche dazu, die bis heute vieles weiß und nichts sagt. Und das gilt auf der oberen Ebene und auf verschiedenen Bischofsebenen. Es gab diesen Bischof in Frankfurt für den Prozess und es vor war Bukombe und so weiter. Gut, ich nehme das mal als Ergänzung der Bibliografie. Ja. Ansonsten ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, da wissen ganz viele Leute ganz viele Dinge und dann weiß man immer noch nicht mehr. Sie hatten vorhin gesagt, da hätte jemand versucht, es etwas mal endlich zu sagen. Und dann sagten Sie ja, und das ist im Internet nachzulesen, also dieser Versuch ist ja wohl deutlich gelungen. Aber nicht politisch umgesetzt, das ist es ja. Es stoppt ja, es macht aber noch eine Frage. Ja. Gut, eigentlich keine Frage, sondern so ein paar Beiträge. Ich heiße Detlef Bartsch und ich war über 30 Jahre in diesem Land, habe dort gelebt, gearbeitet im Rahmen der katholischen Kirche, einer dieser Kirchenvertreter, wie Sie so schön gesagt haben, aber es gibt so und solche. Ja, ich weiß. Gut, ich will nicht viel erzählen. Zunächst einmal, also Sie kennen mich ja klein bisschen. Meine Hochachtung, also ich kann mich mit 90% von dem identifizieren, das Sie so vorgetragen haben, denn ich glaube, Sie haben auch eine Entwicklung da in der Sicht gehabt und so, das finde ich ganz toll. Ein kleiner Beitrag zur Rückkehr, Sie haben ja gefragt, dort drüben, der Flüchtlinge, warum wollte man das nicht? Das wollte man und das ist ein Fakt, das nie so erwähnt wird. Seit 1988 gab es eine Kommission mit den Vereinten Nationen, Ruanda, Uganda, Tansania, Kongo und Burundi, um diese Frage zu klären. Und es war alles schriftlich gemacht, alles in feuchten Tüchern. Und am 15. Oktober. Am 15. Oktober. Trocken. Ja. Am 15. Oktober 1990 sollte das in Kraft treten. Und dann hat seltsamerweise am 1. Oktober 1990 Kagame angegriffen, der jetzige Präsident mit seiner RPF oder FPR. Gut, kann man sich fragen, warum. Sehr interessantes Thema. Das Einzige, was ich bis hin an Ihren Ausführungen, ein Wort, was mir unheimlich gestört hat, ist der Befreiungskrieg. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das ironisch gesagt haben. Die haben das ja früher auch mal gesagt. Ich bin noch so von der alten Generation. Da hat man uns von allem befreit, was wir hatten. Gut, das ist, manche kennen das vielleicht noch, diesen Ausdruck, ja. Ich will da keine Nationen nennen. Gut, okay. Aber da, hier meine ich das ganz ernst. Ja? Wie bitte? Da hat man uns befreit von allem, was wir hatten. Ja, gut. Ja, akustisch hatte der Herr das verstanden, aber nicht, was Sie damit meinen. Ja. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das erzählt über einziehende Armeen hier in Berlin. Gut. Ja. Wir können uns vorstellen, was Sie meinen. Ja. Sie können es sich vorstellen. Ja, ja. Gut. Aber da meine ich es jetzt hier ganz ernst, für mich, das ist ja die offizielle Theorie, die also die RPF und Präsident Kagame vortragen, er kam das Land zu befreien. Ich glaube, dass im Land sehr wenige von ihnen befreit werden wollten. Ich glaube auch für mich, also ist kein Krieg ein politisches Mittel, auch kein Mittel, Leute zu befreien. Und es war ganz klar ein Aggressionskrieg. Und das, glaube ich, darf man nie vergessen, wenn man also die ganze Problematik verstehen will. Aggressionskrieg und dann ein Genozid oder Völkermord, der sich entwickelt hat. Und diese beiden Elemente müssen zusammengehen. Danke. Ganz kurz dazu.
ich stelle das dar, auch die Aggression, ja, das war ja Aggression ausgehend von einem Staat, Uganda, gegen einen anderen souveränen Staat, Ruanda, das stelle ich dar. Ich habe diesen Begriff Befreiungsarmee genommen, weil man das so heute gemeinhin so sagt, aber ich problematisiere das schon sehr stark. Und wissen Sie, wenn ich hier versuche, in einer Dreiviertelstunde etwas zu erzählen über diesen Konflikt, über ein Land, was 6.500 Kilometer von uns entfernt liegt, dann muss ich irgendwo anfangen, und gäbe es noch eine zweite und dritte Veranstaltung zu diesem Thema, dann würde ich auch diesen Begriff entsprechend problematisieren, ganz sicher. Und vieles andere mehr. Aber Sie haben natürlich völlig recht mit Ihrem Einwand. Aber dafür gibt es vielleicht ein paar Minuten Zeit beim Empfang unten auch noch weiter. Ja. Herr Hanke, abzufragen. Darf ich noch eins einzuführen? Eins noch, Sie sagten, dass wir 93, 94 angefangen haben, uns im Institut mit der internationalen Strafgerichtsbarkeit zu beschäftigen, die Sache dann aber nicht weiter verfolgt haben. Dabei sei es dann geblieben. Dieser Sammelband und das, was angestoßen worden ist, 95, hat nachhaltig Eindruck gemacht auf eine jüngere deutsche Juristengeneration. Und ich habe viele gesprochen, die in Den Haag arbeiten als Staatsanwälte beim Internationalen Strafgerichtshof oder im Jugoslawien-Tribunal und Ruanda-Tribunal. Und das machen sie, weil sie den Anstoß bekommen haben durch diesen Band. Was ich meinte, war mit dem Nichtweiterverfolgen, war diese Idee, die ich im Kopf hatte. Wir machen eine Pressekonferenz, ja, und präsentieren das und sagen, wir sollten mal in die Politik hineintragen, dass die Idee eines Internationalen Strafgerichtshofs wieder aufleben, ja, sollte. Ja. Das war mit den Beiträgern damals nicht zu machen. Nein, das weiß ich. Ich war ja auch, ja, Augen und Ohren. Das war nicht zu machen. Sie weisen zu Recht auf die Wirkung solcher Bände hin. Das erlebt man in sehr schönen Stunden auch manchmal als Autor, wenn man sagt, jetzt habe ich das geschrieben und es interessiert keine Sau. Ja. Und dann plötzlich merkt man, irgendwelche Leute schreiben ab aus dem, was man geschrieben hat. Und zwar ohne Quellenangabe, dann weiß man, man hat gewonnen. Dann ist das nämlich zum Allgemeinwissen geworden. Solange Sie eine Quelle zitieren, ist es bloßes Zitat. Wenn Sie es einfach abschreiben, dann hat man gewonnen. Genau. Ganz herzlichen Dank, Gerd Hanke. Vielen Dank für Ihr Interesse.